grüße dich, meiner und meiner. In der letzten Folge, da, genau, der Job von Vlad, hier einfach mal schnell das Ding da auszuräumen. Also hier die paar Kleinkriminellen, die da halt rumhängen in dem alten Industriewrack. Und die sind halt hin, haben sich das angeguckt, dann wollte sich Jojo ein Tier verwandeln und dann haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Lieber klettert der Zwerg 400 Meter hoch und guckt sich den Kran an. Easy. Hinweis, das ist immer noch diese Disconnect- und Lag-Aufnahme. So. Ich habe ja jetzt im Intro noch ein bisschen Zeit, ne? Also hier steht, ich habe da immer so eine Uhr. Das ist natürlich gelogen. Auf jeden Fall, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich möchte gern eine Geschichte erzählen, die so oder so ähnlich häufig stattfindet, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich möchte natürlich unseren Bildungsauftrag wahrnehmen. Also aufgepasst und mitgeschrieben. Zettel, Stifte raus, morgen wird das abgefragt. Also, ich saß im Zug, ist auch nicht lange her, von Dresden hierher. So. Und da kam irgendwann ein Kontrolleur und sagte, ja, ich hätte, zeichnen Sie mich mal die Fahrscheine. So oder so ähnlich. Es war ein Jungscher und der wirkte noch nicht sonderlich deprimiert. Der hat wohl noch nicht genug mit Fahrgästen rumdiskutieren müssen. Und er ist halt lang spaziert und bla. Und als er weg war, da waren da in dem Abteil auch zwei Leute aus, keine Ahnung, Hannover oder Frankfurt oder so ein Scheiß. Und die meinten dann und waren sich auch darüber hinüber einig, dass sie ja erwartet hätten, dass in der Deutschen Bahn ein wenig mehr Hochdeutsch gesprochen würde vom Personal. Vom Inhalt dieser Aussage her kann man ja sagen, das ist nicht ganz falsch. Ich denke, man kennt das, dass man manchmal in irgendwelchen Teilen Deutschlands unterwegs ist und die Leute kommen an, ich habe einfach keine Ahnung. Also doch, ich habe schon Ahnung, was die erzählen, aber man könnte sich ja etwas bemühen. Nee, ich esse ja nicht die Freizeit. So. Aber, liebe Freunde, jetzt gibt es mit dieser Aussage mehrere Probleme, die ich aufzeigen muss. Punkt 1. Wer keinen Dialekt spricht, macht sich offensichtlich gesichtswürde- und charakterlos. Erster Punkt. Das sollte man immer bedenken. Zweiter Punkt. Leute, die keinen Dialekt und keine Mundart zu sprechen pflegen, neigen auch dazu, folgende Aussprache zu haben. Beispiel Jäger. Diese Leute sprechen dann einen Soziolekt, denn die korrekte deutsche Aussprache ist Jäger. Das Ä wird wie ein verdammtes E gesprochen. Alles andere ist nicht standardisiertes Deutsch, liebe Freunde. Und niemand spricht ER am Ende wie ER. Das ist ein O-Laut. Das war jetzt übertrieben, ne? Aber macht man nicht. Ja, wenn ihr schon so tun wollt, als würdet ihr völlig freies, akkurates Deutsch sprechen, dann müsst ihr das auch richtig machen. Und Punkt 3. Das ist der wichtigste Punkt. Was die Leute sprechen, ist übrigens kein Hochdeutsch. Wenn man sich geil fühlen will mit seiner Sprache, dann sollte man das wissen. Hochdeutsch spricht man dort, wo die Lande hoch sind. Bayern, Baden-Württemberg und auch ein Teil von Sachsen, also hier Erzgebirge und so ein Shit. Ergibt Sinn, ne? Denn Niederdeutsch spricht man ja offensichtlich dort, wo die Erde flach ist. An der Küste. So, was die Leute meinen, nennt man Standarddeutsch. Das ist Dialekt- und Mundartfrei und ich glaube auch Soziolektfrei. Naja, ich glaube schon. So, das heißt, wenn du dich geil fühlen musst, dann solltest du aber, da darf man einfach nicht so einen Fehler machen. Und das macht unheimlichen Spaß, wenn man die Leute darauf hinzuweisen, Entschuldigung, du sprichst kein Hochdeutsch. Und dann gucken die dich immer richtig behindert an und ich finde das immer schön. Hochdeutsch nennt man das ja deswegen, weil lange Zeit Hochdeutsch, also Standarddeutsch, war ja einfach Sächsisch. Weil einfach Luther halt Sächsisch hingeschrieben hat in der Bibel. Und das war das einzig schriftliche Deutsch und damit das standardisierte Deutsch. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe das wirklich. Es ist einfach so häufig, dass ich mir denke, die Bitte um Hochdeutsch ist eine Bitte, mich sächseln zu lassen. Willst du das? Wir sind ja nicht in Novosibirsk. Nicht?
Gut. Haben wir das auch geklärt? Kannst das jetzt abheften? Wie gesagt, morgen gibt es eine kleine Kontrolle dazu. Viel Spaß und bleib geil. So, in der Zeit, wo Jojo wieder zurücklatscht und so, Wannerzart, die Konzern-Dudes sind halt zu verschiedenen größeren Gebäuden gegangen, zum Kranich, und haben dort, ich meine, Rabutnik macht ja Strom hauptsächlich, das heißt, die haben dort halt tatsächlich auch mal den Strom normal angeschlossen, haben da ein paar von dem, was du abgreifen konntest, ein paar Diagnosen von den alten Terminals und Computern und Einheiten halt gemacht. Und machen sich offenbar wieder auf den Weg abzuziehen. Ryzen. Horizon und Rabotnik in trauter Zweisamkeit. Ist ja ekelhaft. Ja. Rassenschande. Das stimmt. Zeig ich an. Fuck. Ist schon wieder ein bisschen eklig. Die haben einfach nur an den Turm so ein bisschen rumgefummelt und geguckt, was da geht, ja. Wie gut die noch in Schuss sind, offenbar halt die normalen Diagnosesachen. Und auch bei manchen Maschinengeräten und so weiter. Naja, wie lang ist jetzt dieses hier vertickert? Bitte? Seit wann ist das in städtischer Hand das Objekt? Bestimmt schon 20 Jahre. Jetzt kommen die mal auf die Idee nachzugucken. Naja, merkwürdig. Also ich sag mal, du bist da noch. Ach, du hast ja Kameras auch angebracht. Die sahen jetzt auch nicht so aus, als hätten sie Gold gefunden. Okay. Sondern Scheiße geschürft. Schön. Muss ja auch mal sein. Einfach mal das Sieb in die Kloschüssel halten, vielleicht kommt was Gutes. Penny! Nuggets! Penny? Penny? Alter. Ja. Er hat einen Witz gemacht. Dann warten wir noch, dass Jojo uns mal informiert, weil ich glaube, als Waschbär kriegt die das so nicht fernmündlich hin. Das ist richtig. Ja, Jojo, du bist ja wieder zurück am Auto. Ich öffne ihr die Tür. Das ist aber nett. Er ist doch Gentleman. Sie rollt sich auf dem Sitz zusammen. Ich gucke sie ein bisschen fixieren. Willst du dich wieder verändern oder bleibst du jetzt so? Sie legt den Schwanz über die Nase. Okay, schön. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um einen verkuschelten Magier. Hast du etwas erfahren können, in Erfahrung bringen können? Sie nickt. Möchtest du das mit uns teilen? Sie schüttelt den Kopf. Oh, du Flausenkopf. Mal nur mit Profis Sie arbeiten. verwandelt sich zurück. Das war War wirklich im bequem, das. Auto auf dem Vordersitz übel lustig, wenn du dich gerade eingerollt hast und dann erstmal, weiß ich nicht, dich mit dem Fuß im Lenkrad verhakst und so. Voll behindert, die Na, Alte. ich glaube, so schlimm wird's auch nicht. Doch. Okay. Aber dafür ist doch, nee, es ist ein Pickup, ne? Ja. Ich meine, du hast schon gut, gerade auf dem Fahrersitz, Kaban braucht ja auch Platz und so für seine dicken Eier. Die drücken ja sonst immer aufs Ich Gaspedal. dachte immer, der Beifahrersitz ist dafür viel praktischer. Das ist nämlich kein Lenkrad. Ja, aber trotzdem, du bist ja dann schon so groß, dass du dich ausstreckst und du hast nicht ganz die Kontrolle, weil es ein bisschen krampft beim Zurückverwandeln. Das heißt, du wirst schon dich ein bisschen, ist schon unangenehm und doof. Aber der nicht vorhandene Schaltknüppel wird dich jetzt nicht befruchten oder so, keine Angst. Da habe ich aber Glück gehabt. Ja. Das liegt aber nur daran, dass das Auto nicht mit deiner Drohnenmuschi kompatibel ist. Das dachte ich mir. Gibt kein Software-Upgrade quasi. Nee, muss es ja auch nicht, da es sich dabei hauptsächlich um BioWare handelt und nur ein sehr geringer Anteil Cyber dabei ist, ist das völlig egal. Ja, sie verwandelt sich zurück und zieht sich wieder was über. Wir hätten echt mit dem Bumsbulli fahren sollen. Beschwer dich ruhig, ist okay.
Ich fahre nie wieder. Fününü. Also, was hast du? Also, soll ich dich jetzt ins Kino einladen und dann versuchen, dich flach zu legen? Oder was versuchst du gerade? Also, was hast du rausgefunden? Also, die Kameras sind da, wo sie sein sollen. Da ist ein Lüfter auf dem Dach, aber leider ein sehr guter. Damit können wir irgendwie jetzt nicht, vermutlich nicht so viel anfangen, ohne den Lüfteralarm zu legen. Also es wäre mit sehr viel Aufwand verbunden wahrscheinlich, da was zu machen, wenn ich den Spielleiter richtig verstanden habe. Na, du brauchst zum Teil vermutlich auch Geräte, um da Schrauben zu lösen, die so laut sind, dass der Typ, der vor der Tür steht, das schon mitkriegen könnte. Okay, also es ist nicht effektiv, da irgendwie über den Lüfter irgendwie zu gehen, denke ich mal. Ist das der einzige Lüfter, den wir haben? Ja. Rein oder raus? Dieser Lüfter nur vor Gas und Partikeln, ja, oder auch vor Flüssigkeit? Nein, der schützt vor Gasen. Naja, wäre Flüssigkeit eine Möglichkeit, oder? Was? Dann wäre Flüssigkeit eine Möglichkeit. Naja, wird er wahrscheinlich Alarm auslösen, weil die Filter da die Flüssigkeit gut gehen. Möglichkeit haben, weil der Lüfter ja nur so bedingt abgedeckt, oder wie ist denn das eigentlich? Der müsste ja abgedeckt sein, ansonsten regnet es da die ganze Zeit rein. Na, mit so einem, wie die Teile halt die, also so ein halbrundes Ding, aber jetzt nicht hundertprozentig. Und Jojo kennt sich doch aus mit Industriemechanik. Ja. Wie ist denn das, wenn da größere Mengen Flüssigkeit draufkommen? Dann regnet es rein. Bei so einem Lüfter. Bei dem regnet es rein, sag ich mal. Das heißt, da passiert... Der Lüfter wird das gut zerstäuben, sag ich mal. Das bedeutet, ich kann da auch einfach mit Kontakt... Flüssigkeit, DMSO, wobei da bräuchte ich schon große Mengen, ne? Vor allen Dingen, weil das ja ein Lüftungssystem ist, das geht ja nicht direkt runter. Doch, das geht direkt runter. Das Ding ist so klein, als dass das was Anständiges wäre. Das wird in der Mitte, der wird ungefähr mittig vom Raum sein. Die sitzen nicht ganz mittig, aber ich sag mal, da könnten schon ein paar bisschen eingenässt werden, ja. Wenn du eine größere Flüssigkeitsmenge nimmst, ist das möglich. 99 Runner, Streichholz und Benzinkanister. Ich hätte jetzt eher an eine betäubende Wirkung gedacht, als an eine finale Lösung. Ja, wenn die Haut in Flammen steht, dann bist du auch betäubt. Das größte Problem wird sein, das da drin dann auch tatsächlich zu entzünden. Fällt mir so gerade ein. Außerdem weiß ich nicht, wo die Datenchips lagern. Aber ansonsten wäre das eine gute Idee. Benzin verfliegt leicht. Die wären gar, wenn man die rausholt. Wie kriegt man einen Wachmann zum Bellen? Streichholz rein. Wuff. Die Tür ist wahrscheinlich auch offen. Ich sag mal, wenn die dann irgendwann die Tür aufmachen, dann lässt sich das schon was machen. Also, dann das Zeug in Flammen, also kein Problem. Aber ja, aber wir wollen nicht alles da drin zerstören. Ne, wir wollen halt die Datenchips. Eben, wenn wir da drin Benzinverpuffung auslösen, ist das echt nicht so schön. Was, wenn wir da drin? Wenn wir da drin eine Benzinverpuffung auslösen, ist das echt nicht so nett. Es ist mir doch scheißegal, ob das nett ist oder nicht. Ich meine, es ist ja effektiv, aber es ist einfach, es könnte wahrscheinlich die Chips kaputt machen. Genau, Maria. Warten wir einfach mal auf die Aufnahmen von dem Typen, dann sehen wir ja, ob da irgendwelche Waren in dem Raum gelagert werden. Ein bisschen abschätzen können wir ja, wie soll ich sagen, die eingebrachte Menge. Wir wollen ja nicht gleich eine Aerosolbombe bauen. Können wir nochmal über das Betäuben der Leute reden, bevor wir sie umbringen? Abgelehnt. Also ich will ja nichts übertreiben, aber Leichen fabrizieren Ärger. In dem Fall wahrscheinlich nicht. Ich finde das gut, wie der Typ das Argument anbringt, der neulich jemanden ausgeweidet hat. Ja, ich habe extra deswegen Anlauf gekriegt heute. Und der andere, das gerade so appreciated, der nicht mit im Raum sein wollte.
Ja, Entschuldigung, gar ist gar, aber muss ich mir denn unbedingt mich in die Küche stellen, wie mein Steak gemacht wird? Oder ein Schlachthof? Da sagst du was. Die Welt ist in Ordnung, solange ich nicht hingucke. Genau. Holt euer Fleisch aus dem Supermarkt, da werden keine Tiere für geschlachtet. In Shadowrun hast du sogar wirklich recht. Auch heute schon. Ich habe noch nie gesehen, wie im Supermarkt ein Tier geschlachtet wurde. Du kommst definitiv nicht vom Land. Da wird noch im Supermarkt zack geschachtet und dann ist gut geschächtet. User in your channel timed out. Und tschüss. Seufzt. Junge, 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 Junge. Heute läuft Die das echt bei uns. Aufnahme heute hat richtig Spaß. Hehehe. Wir sind gut drauf. Der Tata. Spielgeleitete und ich sind ja durchgehend online im Gegensatz zu euch. Also, ich finde, wir sollten zu dem, zu dem Gedanken zurückgehen, dass wir die Leute betäuben. Oder sie einfach durch ein Accident, beziehungsweise durch eine social engineerte Rauferei dazu bringen, dass die nicht im Raum sind, weißt du? Weil dann könnte man da rein sneaken, das Zeug rausnehmen und wegsneaken. Langweilig. Ja. User entered your channel. Aber möglicherweise Ah. ungefährlicher. Aloha. Alternativ könnten wir auch irgendwie so eine Art Pfefferspray in flüssig einfach reinkippen. Sieht doch übrigens auch raus. Ja, richtig. Wenn dir Das war ja das Plan A. Alles andere zu männlich ist. Ich kann auch einfach Gülle nehmen. Die kommen auf jeden Fall auch raus. Kaba, fang schon mal an, das Troll-Dixi auszuheben. Du hast ja noch was zu tun. Das ist nicht so das Problem. Das sind zwei Füllungen und dann ist gut. Das größte Problem wird sein, diese Menge auch auf dieses Dach zu bekommen. Ja, eben. Einen Helikopter mieten müssen. Wir können ja mit Fallschirm aus dem Flugzeug abspringen, auf diesem Dach landen und dann den Scheiß in den Lüfter reinkippen, was? Ah. Die Frage ist, habt ihr Wir bauen. Freefall? Wir bauen. Ja, habe ich. Kaban hat das. Wir bauen eine orbitale Laserkanone, um dann Ameisen zu tätowieren. Ich sag So. nur Pigeon Shaman. Ja, sie kann einfach rüberfliegen, bestimmt. Aber es wäre langweilig. Und mega auffällig. Ja. Außer nachts. Dann hält sich doch die dafür in Industriegeist und schießt auf dich. Dann muss sie, dann packen wir sie in quasi dieses, wie heißt dieses fluoreszierende neonfluoreszierende Zeug. Dann machen wir ihr daraus so ein Gewand und dann kann sie da durchfliegen. Finde ich Vielleicht witzig. halten sie mich dann auch einfach für die nächste Werbeaktion von Horizon oder so. Ich könnte mich einfach als fliegende Werbeaktion von Horizon aufmachen. Und dann stellt jemand, weil es nervt, deine AR-Brille aus und du bist immer noch da. Naja, ich muss ja nicht laut schreien oder singen. Irgendwie ist das gerade völlig sinnbefreit, was wir hier tun. Der Ja, Typ schon. übrigens, ne, den du gehackt hast, der kommt jetzt raus, geht pissen, unterhält sich kurz mit dem anderen, der da steht, und macht sich auf den Weg und 3 Minuten später kommt dann seine Ablösung. So, du wolltest ja jetzt ein paar Infos haben, pass auf. Kamerad drin, der hat ja nur einen kurzen Zeitraum, der sinnvoll ist, weil er sich ja dann hinsetzt und dann siehst du halt die Eier der anderen Leute. Sind sie groß? Die sind 7-mal so groß wie deine. Geil, Die haben ganz Pornos. schön Eier, ey. Was sieht man da? Also, man sieht eine Tür zu einem anderen Raum, der ja beschrieben wurde. Dann, die ist übrigens weniger hart und die ist auch angelehnt. In dem Raum selbst sind ein paar Poster von Naxxen. Ein Tritt.
Und die paar Konsolen von früher halt noch, inklusive der Türmechanik, die als einzige noch mit der Heizung zusammen aktiviert ist. Und natürlich das Lüftungssystem. Ansonsten ist da jetzt nicht so viel, paar schöne Aschenbecher, paar Flaschen Schnaps, die da rumliegen. Sie haben auch eine Flasche Wodka auf dem Tisch stehen mit einem Gläschen, aber die scheinen von dem, was man gehört hat, jetzt nicht unendlich oft draus gesoffen zu haben. Aber halt ab und zu schon mal. Und ansonsten von Unterhaltung. Sie haben ziemlich über den Typen hier gelacht, der jetzt den quasi abgelöst hat, weil der hatte die übelst geile Idee. Ja, und dann hole ich mir ein Ohrenimplantat, Alter, und dann bin ich ja übelst krasse Boy. Dann belausche ich die Nachbarin beim Ficken und höre hier jeden, der auf 20 Meter ankommt. Ich bin übelst geil. Na klar, nehme ich das Secondhand, Alter. Teurer Scheiß, was will ich damit? Und jetzt hat er, also ich sag mal, der hat manchmal ganz schöne Ausfälle und dann ist er halt quasi wie ein alter Mann und das finden die lustig. Hahaha. So. Ansonsten, irgendjemand geht da mal in den anderen Raum, labert da vor sich hin. Kommt wieder, scheint aber jetzt nichts Spezifisches gemacht zu haben. Und ja. Der was macht da vor sich hin? Labern. Mit wem? Vor sich hin. Ach so. Ja. Das ist so im Großen und Ganzen. Kann man Das da in den klingt doch Raum so, als reingucken? wäre diese Geschichte mit dem Benzinkanister doch durchaus durchführbar. Dann guckst du dir aber auch an, wie die verbrennen. Kann er ja nicht. Ach doch, wenn sie Richtig. rauskommen. Sind im Ofen. Das Problem ist nur, die macht die Tür von innen auf und zu, richtig? Ja. Nichts, was ein Schweißgerät nicht regeln könnte. Ja, du kannst ja auch von Dauert viel zu außen lange. knacken, da gibt's auch eine Einheit halt. Oder eine Monofilamentkettensäge. Ja, aber wäre es nicht einfacher, wenn die das aufmachen und wir die einfach nur eine Seite schieben müssen und die nicht so nach verbranntem Fleisch riechen? Für Wanderzart, außen an dem Schloss kannst du dich, wenn jetzt da niemand wäre, natürlich auch einfach einstöpseln. Und kannst das Schloss hacken, da könntest du auch die Lüftung hacken und die Heizung drin. Alter. Viel Schön. witziger. Sehr schön. Wir knocken den Typen aus, setzen die Lüftung aus, also deaktivieren das Schloss von innen und warten einfach ein paar Stunden. Ein paar Tage, meinst du? Kommt drauf an, wie groß der Raum ist. Das stimmt. Irgendwann werden die schon bewusstlos sein, aber ich glaube, das dauert Eben. doch eine Weile. Ja, bis da eine Und Menge machen den Blödsinn machen. Störsender an. Ja, eben. Das ist so, das müsste man mal durchrechnen. Wie groß ist denn der Raum? Sechsmal so groß wie so ein Stromhäuschen. Ich habe keine Biologie. Jojo berechnet das, die kann sowas. Die berechnet, wie lange man zum Ersticken braucht oder zum Bewusstloswerden? Nein, kann sie nicht. Sie kann aber den Sau also man kann aber den Sauerstoffgehalt, der allgemein existiert, das sind 17%. Ja, ungefähr. Mit ein bisschen nachrechnen kann man das machen. Na, dann Ab würfel mir doch mal 12 Logik minus 1. 12% Sauerstoffgehalt wird man bewusstlos. Nee, ab 10. Oder? Irgendwie so. Ja. Ich meine, die quarzen ja da drin auch, das werden sie dann vermutlich einstellen, wenn sie klug sind. Na gut, dann werden sie schon andere Probleme haben. Na, auf jeden Fall wird schon ein paar Stunden dauern, nicht unendlich lang. Alternativ, wenn die Typen da eingeschlossen sind, die äußere Wache ausgeschaltet, hätte ja durchaus Jojo mehr als genug Zeit, Gelegenheit und so weiter, diesen scheiß Filter auszubauen, dann können wir auch Gott weiß, was da reinpumpen. Das stimmt. Na, den Filter auszubauen, dann muss er halt immer noch an dem Ding vorbei, ne? An dem Lüfter. Ja, aber du hast doch dann da nichts mehr, was dich dabei stört. Da Naja, kann die Typen Jojo von könnten mir halt auf aus sie schießen. Die Typen können von innen da rausschießen.
Können Sie? Ja, natürlich. Der Lüfter ist quasi einfach nur eine kleine Spirale von oben nach unten. Wo quasi dann die Filter dran sind und natürlich ein faradäisches Stück Käfig, weil sonst hättest du ja Matrix-Zugang. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt stören. Ich meine, du kappst eben den Lüfter mit der Monosäge, holst diesen Filter da raus und kippst dann Scheiße rein. Ja, die aber da warum, nicht treffen warum bei? Den Aufwand dann? Warum sollen wir jetzt noch extra Gas oder irgendwas anderes besorgen, schwierig besorgen, wenn wir auch einfach ein paar Stunden warten können? Na gut, wir wissen immer nie, wann die Ablöse kommt, aber davon das nicht. Wir wissen nicht, wie viel Raum da noch vielleicht sich irgendwo hinter versteckt, der dann lufttechnisch angebunden ist. Dann können wir aber auch die Gasmenge, die wir brauchen, nicht berechnen. Den Raum, der angeschlossen ist, den seht ihr ja, ne? Also den man sieht ja von außen, wie groß das Ding ist. Und das ist halt insgesamt, sind es dann so 8 Stromhäuschen. Also ja, weiß nicht, das nicht so groß. Hat das Ding vielleicht noch einen Keller oder so? Das ist mir nicht. Dort an dem Ding hat kein einziges Ding einen Keller. War nicht möglich zu bauen. Okay. Und mit war nicht möglich, meine ich, so viel Geld hatten sie nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob es irgendwo was gibt, was das Ganze beschleunigt, sagen wir es mal so. Beziehungsweise das größte Problem ist halt, dass sie einfach auf mich schießen von unten raus. Würfel mal bitte Industriemechanik und Logik. Weil ich also denke, wenn du den Filter hacken kannst, also nicht den Filter, sondern den Ventilator, dann kannst du echt viele Einstellungen vornehmen. Du kannst denen halt sagen, hör auf, mach doppelt so doll, umkehren. Umkehren. Zum Beispiel. Kann sie nein, auch. Vakuum erzeugen kann man da nicht, aber. Aber kannst du auch sagen, Filter jeglichen Sauerstoff rein und pumpt doppelt so doll rein? Wie ekligen Sauerstoff rein. Der also, kann doch nicht Filter, selektiv. Der Filter ist fest, an dem kannst du nichts machen, da habe ich nicht versprochen. Okay. Du kannst den Ventilator, also du kannst jetzt kein Vakuum erzeugen, nein, aber du kannst halt den Prozess beschleunigen. Die Frage ist, was dieser Filter für eine Abschaltrate hat. Ja, weil den sozusagen überfordern könnte. Ja, du kannst erstmal sagen, pump raus. Wobei das ist ja eine mechanische Sache. Das ist ja keine Sache, die irgendwie gesteuert werden kann. Das ist ja einfach nur ein schlichter, blöder Partikelfilter. Ich meine, der ist irgendwie voll, ja. Ja, aber dann ist der einfach voll und dann ist halt, dann müsste halt wieder irgendwas reinkippen. Dann kann man den sicher dicht machen. Also dicht Kleber. Machen kann man den, aber. Ja, was passiert denn, wenn wir da Sauerstoff, also wenn wir den ganzen Krams da rausziehen? Also möglichst viel. Wo kriegen die dann Unterdruck hin in dem Laden oder? Na, ein bisschen wahrscheinlich schon. Du kriegst kein übelstes Vakuum, aber du kriegst schon einen gewissen Unterdruck. Den kannst du ja auch so in Räumen ganz normal erzeugen. Also ihre Köpfe werden nicht platzen, aber ich sag mal, die Menge an Sauerstoff absolut wird sich schon verringern. Ja dann. Wir müssen ja nur unter 11% Sauerstoffanteil kommen. Bei normaler Luftdichte. Ganz davon abgesehen, dass sie dann wahrscheinlich irgendwann raus wollen, in Panik geraten, weil sie nicht rauskommen und dann verbrauchen sie noch mehr Sauerstoff etc. pp. Beziehungsweise bei 8% haben wir Ohnmacht nach kurzer Zeit. Bei sofortiger Durchführung ist eine Wiederbelebung möglich. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit. Sollten wir so machen. Müssen halt nur den einen Typen ausnocken, aber man kann sich ja auch durchaus, man kann ja auch durchaus abwarten, bis eine Gelegenheit da ist, die günstig ist, sagen wir es mal so. Der Typen sind ja wahrscheinlich nicht immer gleich aufmerksam. Gerade wenn sie sowas wie AR-Spiele spielen. Ja. Die zum Pissen sind, das sind ja auch nette, also kluge Leute, die gehen ja zum Pissen nicht dorthin, wo sie dann die ganze Zeit stehen müssen. Und die gehen zum Pissen natürlich nur raus. Irgendwo um die Ecke, keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel. Das Einzige, was wir dann hinkriegen müssen, ist, den Typen schnell genug auszunocken, ohne dass er seinen Kumpels Bescheid sagt. Und wobei das Hacken selber geht ja schnell, ne? Wobei, was kostet denn so ein paar CO2-Flaschen?
Ich meine, Geld. Ne, das ist klar. Aber wenn man jetzt da, sagen wir mal, so ein paar Liter CO2 draufbringt. Das ist tatsächlich sinnvoll, weil das lässt der Partikelfilter durch. Eben. Das filtert der nicht raus. Das kann der nicht rausfiltern, ne. Nee, das ist ein ganz normaler Luftbestandteil. Das erkennt er nicht als schlecht. No, dann erhöhen wir einfach den CO2-Anteil in dem scheiß Laden. Ja. Darf ich Kohlenmonoxid vorschlagen? Das ist sehr viel effektiver. Aber dürfte das nicht durch den Rußpartikelfilter dann gefickt werden? Was? Nein, nee. Kohlenmonoxid doch nicht. Nee, das nicht. Nee. Ich habe ja kurz gefragt und dachte dann, nein. Ist ja okay. Kohlenmonoxid geht auch, ja. Dann habt ihr am Boden schön viel und dann geht das mal weiter nach oben und denken sich, fuck. Aber das merken sie ja nicht mal. Nö. Richtig, die schlagen CO2 einfach merken sie ein. Auch nicht. Eben, CO2 merken sie auch nicht. Monoxid geht wahrscheinlich nur schneller, kommt man aber schwerer ran wahrscheinlich. Na, Kohlenmonoxid sind es halt auf... Ja, da kommst du wesentlich schwerer ran, also an reines Kohlenmonoxid. Und CO2 kommst du, glaube ich, übelst leicht ran. Ja. Kannst auch Stickstoff nehmen, aber Kohlendioxid ist besser. Naja, Kohlenmonoxid ist jetzt auch nicht die Schwierigkeit, ne? Ansonsten könnte man auch Stickstoff nehmen. Ja, wir haben eine breite Palette. Alles außer Sauerstoff. Ja, ist halt. CO2 ist halt eigentlich am besten, weil es am schwersten ist. Ich schlage vor, ihr nehmt Ozon. Dann riecht's am Anfang, wenn es noch schön frisch und dann nicht mehr. Das stimmt. Nee, ist eigentlich eine gute Idee. Wie gesagt, das größte Problem ist nur, die Gasflasche nach da oben zu kriegen. Und jemanden da brauchst oben du nicht. Sitzt. Langer Schlauch. Den Typen da oben müssen, den Typen den außen Schlauch sowieso nach da oben zu kriegen, ohne dass es jemand merkt. Nein, sag mal, der Zwerg und Kaban können übel gut klettern. Wenn der Typ ausgenockt ist, auf das Gebäude selbst hat so dicke Wände, dass sie nicht hören, wenn er drauf rumsteigt. Es sei denn, Kaban springt dann so hoch, wie er kann und legt sich vor ins Zeug. Das Ding ist niedrig genug, dass sogar Kaban dich auf seine Schultern heben könnte und so muss dann nur noch absteigen. Okay, gut. Ja, dann sollten wir das so machen. Jo. Müssen wir zwar... Können wir da auch mit einem Auto vorfahren, also mit so einem kleinen, oder sind die Gänge zu klein? Die sind zu klein. Du kannst aber mit einem Segway Personal Transporter rumfahren. Yay. Aber nicht immer, weil manche Rohre da halt runtergefallen sind und so. Oder mit Schade. Einem Go-Kart. Naja, ich dachte eigentlich so, um halt wirklich dann alles rauszunehmen und zack, weg ihn. So ein Go-Kart mit so einem schönen Bollerwagen als Anhänger hinten dran. Das ist eine schöne Idee. Aber Computer sagt nein. Schade. Das finde ich sehr schade, du gönnst mir gar nichts. Das stimmt. Einfach ein Bollerwagen. Selbst meine Stinkbomben-Idee fandst du nicht gut. Ich fand meine Stinkbomben-Idee ganz toll. Hey, ich habe nur eine Frage gestellt. Ich habe nicht gesagt, dass sie schlecht ist. Irgendwann werde ich einfach mit so etwas Banalem wie einer Stinkbombe einen Run lösen. Gespannt ich bin. Hey, gut, dann würde ich sagen. Funktioniert im Internet nicht. Bereiten wir das mal vor. Wir brauchen quasi ein paar Gasflaschen mit CO2. Schenkt. Dann brauchen wir ein bisschen ein paar längere Zeug. Schläuche, aber auch die kriegt man. Die genau. Sind geschenkt, ja. Und wir brauchen halt so ein Ding, was wir über dem Stutzen packen können, wo der Lüfter halt sein Zeug, also ne, so seine Luft eine rauszieht. Käseglocke. Ja, so eine Käseglocke, genau, wo wir dann halt die Schlauch drauf packen können. Und er zieht dann nur noch das reine Kohlendioxid. Der zieht ja so. Ja, gut. Ja, darf ich eine große Mülltüte vorschlagen? Das würde schon fast reichen. Ja. Zusammen mit Duct Tape? Ja. Yep. Easy. Ihr habt eine Mülltüte. Und Duct Tape. Und einen Schlauch und ein bisschen lecker Zeug. Ich möchte bitte eine besonders reißfeste Mülltüte nehmen. Ja, bitte. Und davon zweilagig. Sehr schön. Eine zweilagige, das ist die Luxusmülltüte. Die gute Industriemülltüte von Rabotnik. Genau. Ja, aber die kauft dann aber der Zwerg, weil bei Rabotnik gehe ich nie rein. Warum gehst du bei Rabotnik nicht rein? Du darfst nicht zu Mostrans. Alles dasselbe Laden. Nee. Ist egal. Und wir brauchen noch ein gehacktes Schloss und einen gehackten Ventilator. Naja, gut, das musst du dann erledigen, das Hacken. Wir müssen halt nur dann uns da auf die Lauer legen und eine Gelegenheit abwarten, um den Typen zu dingsen.
Naja, ja. hätte ich ja noch vorher. Ich musste nur halt dann warten, bis ich dann das Ich Signal hätte gebe, ne? jetzt echt gerne meine Pfeilpistole fertig. Hacken kannst du nicht vorher, du musst dich ja physisch anschließen an das Schloss. Ah. Okay, war nicht Wi-Fi, ja. Nee, nee. Mäh. Der Ventilator vom Wi-Fi? Boah, alles Sonst Klappertechnik, könntest du es ja. ja auch machen, wenn der Typ noch draußen steht. Du musst dich schon auch mal in Gefahr begeben. Wie, ich muss zur Arbeit nur noch gehen. Du Scheiße. kannst auch mit dem Segway Personal Transporter fahren. Nee, das ging ja leider nicht. Ach so. Ich nehme die Offroad-Variante. Du kannst dich auch vom Kaban Personal Transporter da durch die Gegend tragen lassen. 500 New Yen pro 10 Minuten. Du bist viel zu teuer. Fuck. So viel bist du nicht wert. Dafür Dann will unterhalte ich ich auch dich auch mindestens noch gerne. einen Headshot bei der beim Transport. Boah, na Junge. Das hast du falsch angefangen. Dann müsstest du sagen, ich zerquetsche dir doch dein. Mir fällt gerade kein schönes Synonym ein. Klingeling? Bürzelchen. Klingeling? Wer klingelt denn? Nee, das war das Synonym für seinen Penis, weil er so klein ist. Und Ach so. ich dachte, Bürzelchen ist machbar. Seid ihr von Kleinod? Das hier fällt mir. Kleincode. Kleinod. Ja, das ist dann Kleinod, nur bei das ist schön. Kaviar spielen. Juti, Okay, Kameraden, auf. dann sollten wir uns vielleicht sowas ähnliches wie Rüstung besorgen. Ja. Könnt ihr handfest werden? Ja. Und dafür Wir sorgen, sollten dass uns der Typ. Sauerstoffmasken besorgen. Ah, da war Weil, was. wenn wir da reingehen, kippen wir nämlich auch um. Das stimmt. Scheiße. Ich hätte ein bisschen Ich hab daran gekichert, muss ich gedacht. sagen. Ich hab daran gedacht, ja. Wie gut jetzt so ein Lufttank wäre. Jojo, du kannst zaubern, ne? Ja, aber ich weiß, wie zuverlässig das ist. Schade, ich dachte, ich habe bei dir noch eine Chance. Ihr besorgt euch, ihr habt ja alle Gasmasken, besorgt euch dann Anschluss für ein bisschen Sauerstoff, easy. Da So ein vergisst du auch Mini wieder spezielle CO2-Filter. Sauerstofffläschchen und ich möchte so eine Atemmaske wie im Krankenhaus und so ein CO2-Fläschchen, so ein Sauerstofffläschchen, weißt du? Und so eine Atemmaske rein. Sind die Atemmasken im Krankenhaus nicht mit Löchern versehen? Na und? Ist egal, ihr habt Sauerstoffmasken. Und Sauerstoff habt ihr auch, ja. Ich Und ihr rede seid Darth Vader. Und damit uncool geworden. Und Jojo kann sogar die Macht benutzen, oh mein Gott. Ich finde deinen Glauben an, deinen Mangel an Glauben beklagenswert. Weißt du, was sogar möglich wäre? Sowas wie Element reinigen, Luft. Das wäre möglich, aber das ist ganz schön viel Luft, ne? Ja, aber worauf geht das denn? Habe ich vergessen, keine Ahnung. Hier steht nur physisch, Line of Ich sag Sight. mal, das ist ja nicht besonders zuverlässig, deine Magie, also. Ja. Jutti. Was war's jetzt? CO2, ne? Ja. Okay. Noch irgendwas ganz Spezielles? Panzerung, bla, Störsender. Das Zeug. Störsender ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Hat sie ja vorhin schon So. gesagt. Warte. Ja, ich habe doch ganz am Anfang schon gesagt, dass ich einen Störsender mitnehme. Ja, hab ich doch gesagt. Ich wollte Es es nur noch gab betonen. doch. Bitte? Es gab doch sowas wie. Guck mal, da ist die Sauerstoffmaske. Ja, habt ihr, bla. Easy. Das ist ein Heilzauber. Schon immer gewesen. Es gab doch sowas wie Stille. Ja. Das ist ein Illusionszauber, glaube ich. Ja. Aber Also ich. was man auf jeden Fall probieren könnte, um den Typen leiser zu machen. Würde sogar eventuelle Schüsse dämpfen und sowas, ja.
Ja, dafür hat man, für eventuelle Schüsse hat man ja unter anderem auch ne Schalldämpfer. Naja, noch leiser. Ja. Ich such das gerade. Da, Stille. Das ist ja sogar. Na gut, ich brauche keine hohe Force bei sowas ansetzen, weil es sich eh nicht lohnt. Aber ja, der Entzug ist halt auch niedrig, das geht. Warum lachst du? Ich lach nicht. Versuch es mal im G-Munition? Hinterkopf zu behalten. Ja, Bist du ein G-Munition. Taubenschamane? Was? Aber Taubenschamane geworden ist, also langsam. Nicht abbrennen, G-Munition. Karol auf Ja, Kuschelkurs oder was? nochmal so eine kurze Sache. Wenn du meinst. Der Kreis im Dingsbums ist der Lüfter, und der Typ, der Kreis, der Punkt drumherum, hinten quasi ist der Dude. Nee? Nee, warte mal kurz. Also hier hast du quasi das gesehen, was ich gerade gezeichnet habe. Wo bist du? Twiddler. Du hast Twiddler. nichts. Ach, da unten kommt jetzt, da rechts unten. Das ist außerhalb meines Bildes. Oh, es tut mir leid. Ja. Mach's unter deine Sonne, da sehe ich noch was. Da geht's auch. So, das ist jetzt eine Ansicht von oben, ja? Ja, genau. Da ist der Lüfter, da ist der Dude. Ja, das kommt ungefähr hin. Mit ungefähr meine ich, das kommt ziemlich genau hin. Und Wenn da hast du hier quasi das, quasi noch den zweiten Raum dann. dieses rote quasi, ne, wenn das jetzt quasi der Körper ist, könnte Kavan dann mit einem Knüppel, puck, dem auf den Kopf hauen? Wenn du unbemerkt da hochkletterst und dann von oben ihm mit dem Knüppel auf den Kopf haust. Und deine überragenden Nahkampfskills, ja. Jojo, Ja. Stille auf mich. Ich kletter da hoch. Kaban, Ja. du weißt, dass ich in dieser Form der, ich kann sowas nicht sonderlich gut. Ich kann ja auch Was? schleichen. Auch klettern, solange der Typ da noch ist? Ist es nicht einfacher zu warten, bis der pissen geht und sowieso woanders hingeht? Da hochgehe. Also auf der anderen Seite gegenüber quasi. Da hochkletter. Ja, aber das ist eine glatte Wand. Ich weiß, du kommst da wahrscheinlich hoch, aber sowas leise zu machen ist schwieriger, Kabern, und ich muss dann auch mit dahin und ich bin nicht gut in sowas. Ich sag's dir direkt, ich bin da nicht gut drin. Also so eine Wand hochklettern passiert eigentlich relativ geräuschlos. Ach so, mit Schaben und allem drum und dran? Also so leise ist das eigentlich nicht. Auf alte Metallrohre verrostete klettern, um sich dann abzustützen. Ich meine, das ist immer noch eine glatte Wand, Freundchen. Ja, Gecko-Tape-Handschuhe. Hast du die? Ich meine, dass wir die haben. Wenn, dann sind sie in der Gruppenkasse. Ich meine, dass wir die haben, ansonsten müssen wir Dann die guck kaufen. doch einfach mal eben in die Gruppenkasse, Kabern. Jo, Will ich ich doch gebe gerade jetzt behalten. 500 dafür aus. Oder was die kosten. Also ist es nicht einfacher zu warten, bis der pissen geht, dann ist er wenigstens auch ein bisschen da weg und nicht die anderen hören dich nicht vielleicht auch durch Zufall oder irgendwas anderes, weil ein Rohr Okay, abbricht, vielleicht will ich weil doch du keine Gecko-Hemmschuhe. vor allen Dingen, weil du einfach schwer bist wie Sau. Bedenke das bei rostigen Rohren. Ich könnte sogar hochlevitieren. Nein, ich könnte dich hochlevitieren und das Sag ich doch. ist sehr, sehr anstrengend. Und sehr auffällig. Aber das ist quasi die leichteste Möglichkeit, die wir haben, quasi, wenn wir, ich sag mal, du levitierst mich hoch, landest mich hinter dem Typen. Ne? Du musst bedenken, alles, was ich dich da rumlevitiere, muss ich sehen. Okay, du landest mich auf dem Dach. Ich schleich dann langsam ran an die Position. Hau dem einen Knüppel auf den Kopf.
Gut. Wenn, pass auf, das Problem ist, wenn du den nicht richtig triffst, schreit er sofort und dann hört man ihn sofort, weil er, dann machen, reißen die Tür auf und du bist tot. Instant. Weil die Waffen haben. Sofort. Du bist sofort tot. Wenn er wenigstens ein bisschen weiter weg ist, haben wir noch eine Chance oder hast du noch eine Chance. Aber nicht, wenn der Typ schreit und du ihn nicht richtig triffst, dann bist du einfach instant tot, mein Freund. Verstehst du mein Problem? Und levitieren kann ich dich sicherlich, aber das ist sehr anstrengend. Das heißt, danach werde ich vermutlich eingeschränkter sein in all meinen Fertigkeiten, weil du sehr, sehr schwer bist. Du bist einfach sehr schwer. Oh. Ich guck dich gespielt ein bisschen traurig an. Du bist fett. Danke. Nein. Mann. Nein, pass auf, aber das Ding ist einfach, dass ich dann irgendwo hin muss, wo ich dich sehe, wenn ich das mache. Und ich, das heißt, ich muss mit, weil ich dich die ganze Strecke irgendwie dann durch die Gegend dings muss. Die Chance, dass das jemand sieht, ist sehr hoch, weil sich da auch Penner rumtreiben und alles. Das heißt, die sehen zum einen dich und die sehen zum anderen mich. Und wir wissen beide, wie auffällig das sein kann. Und wie gesagt, wenn du den Typen nicht richtig triffst und ich weiß nicht, wie oft du, ich habe dich eigentlich noch nie einen Knüppel in die Hand nehmen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht. Ich habe dich dabei noch nie beobachtet. Und dann von oben runter sicherlich möglich, aber kannst du dann die Wucht aufbauen, von oben runter quasi zu schlagen, wenn du selber oben bist? Genug Kraft zu entwickeln, um den dann auch wirklich mit einem Schlag K.O. zu kriegen. Ja, ich denke schon, dass es geht. Erst recht, wenn er mich nicht vorher bemerkt, dann kann er nicht ausweichen und so. Ja, so ein Schlag auf den Kopf ist echt fies. Ich kann dir nicht garantieren, dass er dich nicht bemerkt. Und ich kann dich entweder levitieren oder dich still machen. Ich kann auch beides probieren, aber eins von beidem wird sehr stark leiden. Ich bin kein unbegrenzter Zugang an Dingens. Das, je nachdem, was es ist, kostet mich das. Das ist eine Zauberkiste. Ja, das kostet mich nur zum Teil sehr, sehr viel. Und gerade bei Levitieren weiß ich, dass es sehr anstrengend sein kann. Okay, dann machen wir das also nicht. Also ich glaube, dass es für uns alle besser ist, wenn wir einfach warten, bis der Typ pissen geht oder irgendwas anderes. Ich kann vielleicht auch versuchen, ihm irgendwie ihn dazu zu kriegen, dass ihm schlecht wird oder so. Habe ich schon alles erledigt. Was, dass ihm schlecht wird? Ja, ist auf Abruf in seinen Cyber-Ohren eingeprogrammiert. Der hat seinen Balanceverstärker ziemlich offen. Ach so. Ich war mal ein bisschen produktiv, während ihr hier. Bitte? Und so. Ich war mal ein bisschen produktiv, während ihr hier so verschiedene Szenarien ausbalobert habt. Na dann. Dann müssen wir natürlich darauf achten, dass auch exakt der Typ, den du gerade gehackt hast, draußen steht. Dann sollten wir uns deswegen auch ein bisschen beeilen, vielleicht. Jetzt hat er gerade Wache. Wir haben aber noch keine Rüstung. Mhm. Oder das andere Zeug. Ja, huch dich! Hoch dich! Ihr holt euren Kram. Ja. Easy. Ihr kommt wieder zurück. Es ist mitten am Tag, oder? Nein, es hat jetzt alles schon ein bisschen gedauert. Keine Ahnung, ihr fahrt nochmal runter. Keine Ahnung, 15 Uhr oder so. In der Ecke ist immer Nacht. Wie ist denn das, Spielgeleiteter? Ist das hier nachts? Kann man davon ausgehen, dass es hier nachts beleuchtet ist oder eher weniger? Na, in dem Ding nicht. Nee, ja, okay. Und drumherum ist halt Industrie, die wenig Menschen braucht, oft. Und ich meine, das ist so ein alter, verfallener Industriepark. Da kommen die Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, lieber nicht vorbei. Denn du weißt ja, wenn man Obdachlose anguckt, fängt man sich sofort dieses Ding ein, dass man dann auch obdachlos wird.
Sollen wir nicht lieber warten, bis es dunkel ist? Ganz ehrlich. Dann wäre mein schöner Heck für den Arsch. Ja, aber es ist mitten am Tag. Hier sind nicht so viele Leute, hier sind viele Obdachlose, das ist wahr, aber auch die sehen was und auch die können den richtigen Leuten was Falsches sagen. Vor allen Dingen, wenn die bezahlt werden von den Typen. Oder sich eine Bezahlung erhoffen. Das reicht bei den Leuten ja auch schon. Und ist günstiger für die. Na, es ändert nichts daran, dass wir unseren Kram holen können. Das können wir dann ja je nach Situation immer noch entscheiden, ob wir es jetzt machen. Genau. Ich dachte, die haben schon euren Kram gemacht. Also ich dachte, 15, 16 Uhr mit zurückkommen mit Kram. Ach so. Wie sieht's denn hier eigentlich aus, menschentechnisch dann so in der Umgebung? Kannst du, also ich meine, ihr seid an der Stelle gefahren, wo schon nicht so viele Leute sind. Das hat ja verschiedene Zugänge und dort ist eigentlich niemand. Ja, dann ist es tatsächlich egal. Ja, dann lass uns doch jetzt machen, ist egal. Ja. Ich will auch angesagt haben, dass wir große Rucksäcke mitnehmen, damit wir viel einpacken können. Jutti. Ihr stiefelt da rein. Geht in die Nähe von dem Ding halt. Und dann seid ihr in der Nähe von dem Ding. Gut. Euch sind ein paar Obdachlose begegnet. Die sind zu 90% einfach nur euch so weit wie möglich aus dem Weg gegangen, sobald sie euch gesehen haben. Auch aus größerer Entfernung halt schon einfach weg. Es gab hier wohl auch ab und zu mal ein paar Schießereien und sowas. Okay. Gut, auf den Kameras ist irgendwas zu sehen, dass die sich irgendwie anders verhalten haben in letzter Zeit? Nö. Dann wurden die auch wahrscheinlich nicht gewarnt. Weil wenn der Typ draußen reingegangen wäre... Der war mal kurz drin, aber der hat, so wie es aussieht, Kippen geholt. Ja, alles gut. Dann müssen wir erstmal warten. Das stimmt. Irgendwann wird er wahrscheinlich schiffen gehen und wenn er schifft, ist eigentlich die richtige Gelegenheit, um ihn schwindlig werden zu lassen. Ja, warte, der Wanderzart, ne? Ich weiß. Der wurde gerade rausgeworfen. Vom Spiel geleitet. Jo! Ah ja. Wie sieht's aus? Ja, hat sich schon mal wieder. Ach ja, im Westen kann man sich auf nichts mehr verlassen. Weiß ich, manchmal hat dieses, ja, ich meine, ich habe zwar Lenovo, angeblich der Marktführer schlechthin, ja, aber irgendwie... Wenn es der Marktführer ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist, weißt du? Richtig. Naja, wenn einer einen besseren Vorschlag hat... Ich hätte es hier... Hört man nicht? Man hört, ja, nein, die hört man nicht. Blöder Wichser. Da hast du aber Glück, weil das ab und zu mal vorkommt. Ich hätte mich jetzt disconnected. Ja, das hat mich gefreut. Natürlich hat mich gefreut. Ich kick dich gleich, Junge. Aber ha, du hast die Aufnahme. Aufnahme an. Ich bin kickresistent. Also ich finde, wenn du Daddy jetzt kickst, dann musst du aber auch... Also ihr seid jetzt in der Nähe von dem Ding. Schön. Ja. Der Typ, der davor steht... und sich gerade die Eier kratzt. Ausgiebig. Und dran riecht. Der macht den Löw. Nee, er riecht nicht dran. Oh. Er weiß, wie es riecht. Lecker. Hat Angst auf jeden davor, Fall. Ha? Was würden wir jetzt so machen? Na, wir warten am besten. Was löst das erst aus, wenn der sowieso weg ist? Ist die Frage, sind die jemals zum Pinguin weggegangen? Zum Pinkeln sind die immer ein bisschen weiter weggegangen, weil sonst hast du so eine riesige Grube. Da sind ja immer vier Leute, weißt du? Ja, der wird erstmal einen Säurige fressen. Dann wird er sich einen Film reinziehen.
Ja, doch, klar, der wird ab und zu mal kurz aus dem Flachmann Hieb nehmen und irgendwann bei Alkohol muss man ja, habe ich gehört, ein bisschen öfter pissen, wird er auch pissen gehen. Gut. Wir sind natürlich so positioniert. Wir sind natürlich so positioniert, dass wir den üblichen Pissgang von den Leuten. Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Genauso wie andere Tiere suchen die sich hin und wieder mal eine Kloake aus, in die sie immer pinkeln. Natürlich. In die Gegend sind wir quasi gegangen, sodass wir es nicht mehr so weit haben. Das ist einfach ein Aroma. Das setzt sich auch in den Schleimhäuten fest. Das ist wirklich Schmackofatz. Ja, wir wissen alle, wie es bei Festivals riecht teilweise. Nee. Bei Festival bist du unter freiem Himmel. Das heißt, da hast du quasi einen Abzug. Dort hast du ja doch Dinge, wo sich das sammelt. Ich habe ja auch von viel, wie heißt es gleich wieder, Kondenswasser gesprochen. Kondenspisse ist ja bekanntlich die beste Pisse. Das ist schon gereift, ein bisschen geil. Auf jeden Fall, in die. Das stimmt. Ich bin fast versucht, mir Sauerstoffmaske zuzaubern, aber ich lasse es. Aber wer kennt das nicht, wenn man auf dem Dixie sitzt und der Schweiß vom Dixie perlt runter auf dich und tropft auf den Kopf. Ja. Zu Hause. Endlich wieder auf dem Dixie und da muss man richtig schön abschachten und kommt da nicht weg. Ja, ja. Ey, Kaba, ne? Ja. Die hat riesige Eier, die sind fünfmal so dick wie deine. Das war so klar. Auf jeden. Soll ich? Jojo setzt übrigens einen Stillezauber an. Jetzt bei dem Typen. Würfel mal. Was hast du vorhin gesagt, wann das hat? Eine Abfolge geiler. Warte. Scheiße, ich hab's Fenster zugemacht. Geilste Achterbahn des Multiversums. War ruhig mein Ausdruck. Adi war das. Ja. Ah, sehr gut, wenn du am Balancefilter rumbaust, hat er keine Kopfschmerzen, dann fällt er einfach nur. Also, ich sag mal, der ist einfach irre schwindelig. Jo, dir das mal 3er Folge? Na, der ist nicht irre schwindlig, der hat vom einen auf den anderen Moment einfach 700 Promille. Das heißt, wenn man pisst, der stützt sich ja jetzt nicht direkt ab. Die Pisten, die stellen sich immer an so ein Rohr und pissen da drüber. Nee, das ist übelst dumm, wenn dann am Ende nur noch Tropfen kommen. Warte mal, das machen sie nicht. Also, sie stellen sich neben so ein Rohr und pissen da halt dann in so eine Rinne. Und der wird einfach von einem auf den anderen Moment seitlich über das Rohr drüber fliegen, sich einen Kopf einhauen. Und dann hängt der Pimmel noch so ein bisschen rum und entlässt den letzten Rest und entlässt er nicht, der spannt sich an. Auf jeden Fall, der krümmt sich und versucht sich irgendwie umzudrehen und stöhnt sinnlos rum, was natürlich ihr nicht hört. Und kommt überhaupt nicht klar. Mach so ein, zwei schnelle Schritte und verpasst dem eine. Einfach so? Ja, einfach so, ins Gesicht. Ja, dann verpasst du ihm eine. Der wird, also ich meine, vielleicht musst du auch zweimal zuschlagen, aber du wirst einen sich nicht mehr wehren können, tatsächlich im Nahkampf besiegen können. Das wird aber auch die einzige Instanz bleiben, wo du das schaffst. Danke. Der Typ hat kein Deck, Carbon ist safe. Wollte ich gerade sagen. Ich fühle mich also. Jäger hat er auch nicht geschafft und die Typ von hier, die Urknazis hat er auch nicht geschafft. Ich stimmt. Meine nur. Ist okay, ja, doch. Redet ruhig weiter. Du bist wertlos. Ich will euch einfach nochmal an, wie heißt der? Gunfist erinnern, den ich einfach weggeschmatzt habe, ja? Gunfist, der quasi schon tot war. Der war voll noch in Blüte und Gunfist war mal quasi ein Endgegner fast. Gunfist war ein übelster Endgegner, anstatt dass du mit der Hackerin und ihrem Gefährten kommst, aber nein. Ja, die muss ich ja nicht erwähnen, die war ja langweilig. Ach so. Die haben nur Jojo umgebracht. Ist das dein Zug? Kaban, jetzt hör auf mit ja. Gott zu streiten und komm. Kannst du ja für die Kirche gehen. Juti, der Typ ist bewusstlos geprügelt, Kaban steht in der Pisspfütze, ekelhaft. Ja, wir gehen, also quasi, ich ziehe den ein bisschen in eine dunkle Ecke. Ja, der ist in einer dunklen Ecke.
Ja, dann lasse ich den da. Schön, wusste ich. Und dann Jojo muss nach oben aufs Haus. Wir schieben also das ganze Zeugs ran. Jojo kommt oben aufs Haus. Fandazart kommt an die, schiebe ich an die Tür, dass er das Ding hackt. Ich glaube, der kann sogar selbst laufen, aber ist okay. Wendizard, zeig mal kurz hacken. Ja, gut. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir würfeln das vor der Bude aus oder du sagst, der lässt dir so 3-4 Minuten Zeit, dann hast du es safe. Na, Jojo braucht ja auch einen Augenblick, da kann ich ja das Ganze in Ruhe machen. Easy. Also nach wenigen Minuten, das System hat dir hauptsächlich deswegen Widerstand geleistet, weil es halt so alt ist. Kommst du dann gut durch. Jojo befindet sich auf dem Dach und du hast Kontrolle über Tür, Heizung und das andere Ding. Musst du erst nochmal Basic lernen, ja? Nee. Störsender activated. Sehr gut. Ich bin drin. Ich ziehe sogar meine Pistole und mit Schalldämpfer und warte darauf, dass die Tür aufgeht. Quasi, wenn die Tür aufmachen sollen. Die geht gar nicht zu. Auf. Die bleibt jetzt erstmal eine ganze Weile zu. Ja, ich hoffe doch. Aber ne, ich wollte nur gesagt haben, wenn da jemand rauskommt und ne, Scheiße baut. Verzeih, ich war kurzzeitig dumm. Für den Fall der Fälle. Genau. Ja, ich war kurzzeitig dumm. Ja, wir warten. Nee, du machst doch erstmal dein Dings. Ja, mit dem ich mach da oben die Mülltüte drüber und das Gas auf volle Pulle. So, was hat Plummi ausgerechnet? Wie lange brauchen wir dann mit der Aktion? Boah, Alter, nicht so lange. Frag mich nicht. Ein paar Stunden, also so 2-3 Stunden bestimmt. Was? Was? Wobei, nee, dann sind die schon erstickt. Ja. Eine Dreiviertel? Dreiviertel Stunde? Also, gut. Ja. Nach 10 Minuten hört ihr, nach 15 Minuten, nach 20 Minuten, ne? Hört ihr Schüsse. Die versuchen sich da jetzt rauszuschießen. Ja, oder der Typ, der merkt, dass er keine Luft mehr kriegt, der schießt alle anderen. Glaube ich nicht. Der versucht jetzt das Türschloss aufzuschießen. Könnte das funktionieren, Spielleiter? Kann man so ein Türschloss, so ein Max-Schloss noch aufschießen? Das kommt drauf an, welche Art das ist. Was ist denn das jetzt für eins? Na, aber es könnte sein, dass es dann nicht mehr aufgeht. Schön. Das ist jetzt das kleinere Problem, sag ich mal. Also das ist halt so, das Max-Schloss macht halt richtige fette Stahlriegel rein und wenn die einmal drin sind, dann sind die ja drin. Schön ist auch die Tür, wo die Riegel in der Tür verbaut sind. Da hast du gar keine Schnitte. Wie laut, das meine ich. Wie laut sind denn die Schüsse, von die man jetzt noch hört, da drauf, von da drin? Ungefähr so, wie als wären sie gedämpft und die wären in derselben Entfernung. Also sie sind schon noch gut zu hören. Aber ist ja auch der Lüftungsschacht, also du hörst halt ein bisschen lauter. Aber es erschallt jetzt nicht durch das ganze Ding, sondern vielleicht durch ein Viertel davon. Und am Ende dieses Bereichs ist es natürlich auch nicht mehr ganz so laut. Und selbst wenn, die Penner werden sich nicht in die Gegend einer Schießerei begeben und... Na, die sind schon euch aus dem Weg gegangen und ihr seid nur ein Ork, ein Halbling und eine Tote. Ja. Achso, dann ist Ruhe. Wir warten trotzdem. Ja, am Ende ist nur das leere Magazin. Gut. Wie oft hat er geschossen? Hat er noch was in seinem Magazin? Hat er dreimal geschossen? Die haben insgesamt 6-mal geschossen. Es wäre natürlich jetzt blöd, wenn die auch sowas wie einen internen Lufttank hätten oder so, ne? Wäre blöd, ja. Aber das bedeutet doch einfach nur, dass die dann so und so viel länger irgendwie... Ja, stundenlang, ne? Hä? Einen internen Lufttank? Wie lange kann der denn halten? Stunde pro Stufe. Oh. Ja, ich fürchte, damit müssen wir einfach, das mit dem Risiko müssen wir dann leben. Dafür haben wir einen großen, starken Ork. Jupp.
Dann würde ich sagen, kommst du mal runter, wir positionieren uns um die Tür und machen die Tür auf. Na, Jojo wartet erstmal noch, weil nicht, dass die dann irgendwann doch auf die Idee kommen, den scheiß Lüftungsfilter da auszumachen oder so und dann durch die Decke rauszuklettern. Läuft der denn noch? Weg nach draußen, ich fänd's klug. Läuft der denn noch oder haben sie den ausgeschossen? Der läuft noch. Da wurde keine Statusmeldung abgesendet, dass das Ding beschädigt ist. Hat die Tür sich beschädigt gefühlt? Ja. Für sowas wahrscheinlich keine Sensoren, oder? Die Tür. Nee, die Tür auch nicht. Ist immer noch die Frage, ob der Arsch durch diesen Deckenventilator noch durchpasst. Die sind meistens relativ eng. Das sind sie. Also ich sag mal, Jojo würde vielleicht durchpassen, TikTok würde durchpassen. Ich nicht. Immer wieder auf die kleinen armen Dicken, die nicht fliegen können. Ist okay. Du würdest nicht mal ein halbes Ei durchkriegen, aber dein Penis auf jeden Fall 500.000 Mal. Ja, er ist vielleicht klein, dafür kommt er aber sehr schnell. Und das sehr dünn. Mhm. Die besten. Und jetzt fang bitte nicht mit dieser Technikillusion an. Gut, wir warten dann so grob eine halbe Stunde, denke ich noch. Was? Eine Stunde würde ich warten. Mindestens. Alter, willst du die wirklich alle umbringen da drin? Ich will die nicht umbringen, aber ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Und ich gehe lieber sicher, als dass sie dann irgendwie mit gezogener Maschinenpistole auf mich halten, wenn ich die Tür aufmache. Ja, sag weil, mal, dann sind die in der besseren Position. Da ist eine Kohlendioxidkonzentration jetzt, die wahrscheinlich schon übelst tödlich ist nach 10 Minuten. Berufsrisiko. Okay. Also du meinst insgesamt nochmal 30 Minuten, nachdem die Schüsse verheilt sind, ja? Ja. Okay. Dann mach doch mal Wahrnehmung minus 1. Das habe ich nämlich befürchtet. Jetzt kommt wahrscheinlich die Verstärkung, die Schüsse gehört haben. Ich habe heute mal richtig was gerissen. Na, Wanderzart hat ja 3 Erfolge. Also, Carbon und TikTok bemerken, dass sich ein Dude schleichend nähert aus Richtung der Pissecke. Ach, der Typ wacht wieder auf. Mist. Echt? Sicher, ja, ist er wieder aufgewacht. Also, ihr hört ihn noch nur, er ist noch nicht im Sichtfeld. Aber ich sehe ihn, ne? Meinst du doch? Nee, noch seht ihr ihn nicht, ihr hört ihn. Also, er wird näher kommen, wenn er nichts macht, seht ihr ihn auch bald, ja. Okay. Der Störsender ist ja zurück an. Das heißt, er kann nicht rausgesendet haben. Was hat dein Comlink gesagt? Das heißt aber auch, dass TikTok ihn nicht hacken kann. Natürlich kann TikTok nicht. Ach so, ne, ich kann das Signale ausnehmen. Ach ja, stimmt. Okay, du hast recht. Ich hab doch bestimmt immer noch meinen Marker drauf oder hat er seine Ohren resettet. Also ich sag mal, nach einer kurzen Analyse fällt dir auf, dass das Comlink nicht das ist, wo du einen Mark drauf hast. Das ist ein anderes. Ein anderes Comlink. Ja. Dann ist das nicht der Typ aus der Pissrinne. Ja. Ich wollte schon fast covern, deswegen mocken. Ja, das hat lieber einen bewusstlosen K.O. geschlagen. Das hätte mir auch gut gefallen, aber es ist er nicht. Die kriegen Verstärkung. Ich krabbel mal so ein bisschen in Deckung, dass ich sozusagen den Weg zu uns hoch gut abgedeckt kriege, ohne dass man mich direkt sieht oder gut unter Feuer nehmen könnte. Du kriegst eine Nachricht, scan mal nach mir. Und dann würde ich mich halt auch so positionieren, dass ich den Typen relativ leicht körperlich angreifen könnte. Sagt Jojo eigentlich irgendwer was? Das wirst du über unseren Kanal mitkriegen. Achso, okay. Außer, du hast ihn ausgeschaltet, das kann natürlich immer sein. Nein, das hat sie nicht, aber dann wird die irgendwie auch gucken, dass sie sich da in irgendeine Form der Deckung begibt, man ihr dann deutet, woher der kommt. Ja, ich schätze, so viele Möglichkeiten zu kommen haben wir nicht. Ja, 2. Und du siehst ja, in welche Richtung die anderen beiden sich positionieren, also. Das war jetzt mal, um zu gucken, von wo was küht. Oder also, ob da noch mehr Signale kommen. Ja. Aus der anderen Richtung kommen noch 2, aber die sind noch ein bisschen weiter weg.
kriegen ein Ping sozusagen auf unserer Map. Wie anstrengend. Mhm. Offensichtlich mussten die sich alle paar Minuten irgendwo melden. Das ist ja natürlich nervig. Naja, oder gut. Die haben, oder die haben die noch Schlüssel ein gehört. Altes Drahttelefon. Hm. Oder halt Schüsse gehört. Den Typen, der sich aus der Prisrinne nähert, wie weit ist der weg? Kann ich 13, quasi. 13 Meter, aber um eine Ecke. Ja, kann ich so an die Ecke quasi, dass er, also dass ich halt näher rankomme an die, so dass er, wenn der nah an der Ecke dran steht, wir haben ja einen relativ weiten Bereich Video überwacht um das Gebäude. Sekunde. Ich mach mal lieber eine Skizze. Das ist jetzt von oben, ne? Ist das gelbe so. Die Pissecke? Natürlich ist das gelbe die Pissecke, Mann. Oh, ich liebe dich. So, der Typ, der am nächsten ist quasi, der ist jetzt irgendwo hier. Könnt euch gleich einzeichnen, hier gibt's noch überall Rohre und so ein Shit, also Deckung, bla, ne? Achso, warte Sekunde. Ich zeichne mich nirgendwo ein. Sonst. Ja, du willst das gar nicht erst aufmachen, sagst du, ne? Hm, das verstehe ich. Sonst sehe ich mich gleich wieder weg. So, und dann. Die sind so hart professionell, die kommen nämlich aus verschiedenen Richtungen. Also die sind jetzt noch nicht so nah dran, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein Fehler. So hart professionell sind sie, die haben sogar eine Pissecke. So, da, verstehst du ungefähr, was ich meine? Jo. Das heißt, wenn du dich genau da hinstellst, bist du natürlich von hinten so ein bisschen, also dann hätte man auf dich zum Beispiel eine gute Schussbahn. Ja, ich weiß, aber ich will halt genau so, dass ich halt um die Ecke dem eine verpassen. Na Juti, dann machst du erstmal kurz Schleichen und dir schick. Ich positioniere mich derzeit mal da, dann kann ich ihn gleichzeitig auch. Okay. Schleichen und Geschick, ich bin richtig gut, das müssten 7 Würfel sein. Da ich ja weiß, wo er herkommt, quasi, kriege ich da einen Bonus für? Nee. Der weiß ja auch ungefähr, wovon, von welcher Seite du kommen könntest. Bam! So ganz. Yo! Übertreib so alle! Nee, Scheiße! Mit euch spiele ich einfach nicht mehr. Ist okay. Kann ich verstehen. Ich gleich das gleich wieder aus. Ich patz bestimmt gleich wieder oder so. Bist du eigentlich vom Dach runter? Also ich nehme an, du bist vom Dach runter, ne? Na, ist die Frage. Ist das so ein richtiges Flachdach? Das heißt, ja. Aber wenn ich mich hinlege, dann biete ich dir auch eigentlich kein Schussfeld, oder? Man kann das schon als Deckung werten. Und die gucken vielleicht nicht als erstes nach oben. Das dachte ich mir nämlich. Sehe ich die eigentlich kommen? Nee. Okay. Sag mir, wenn ich sie sehe. Okay. Sehe ich sie auf den Kamera, auf der Krankamera? Nee. Also den einen hast du mal kurz jetzt gesehen, aber da sind dann Sachen im Weg auch. Aber wenn sie, warte mal, in so einen Bereich kommen ungefähr, warte mal. Das wird jetzt blö. In dem Bereich hast du Kransichtfeld. In dem Bereich hast du vielleicht auch Kransichtfeld. Ja. Ja, unsere Kameras, die wir quasi oben drüber positioniert haben, einen Rohren. Ja, da habt ihr auch noch ein bisschen Sichtfeld. Grün. Keine Ahnung, aber vermutlich eher so ein Bereich hier, ne? Ihr wolltet ja das Gebäude eher sehen als den Rest. Das war schon so geplant eigentlich, dass ich auch ein bisschen drumherum sehen kann, weil ich wollte ja auch sehen, wer kommt, wer geht, etc. Aber ist okay, zufrieden? Gebäude. Ja, jetzt schon eher. Das ist schon, das bietet sich an, ja. Gut. Kaban, du als erstes. Nee, ihr macht mir erstmal eine Ini. Ini gar nicht. Siehst du, wir hätten uns Jazz einpfeifen sollen oder so. Ini würfelst du mit einem W6. 11. Nee. Blödsinn, 10. Entschuldigung. 2 plus Ini dann, ne? Ja. Ini ist doch Reaktion und Intuition, oder? Ja, ja. Ja, gut. Oh, hab ich bin eine so schnell. 10. Dann hab ich ganz mal 12, Junge.
eiskalt. TikTok auch 10, ne? Ja. Das heißt, ich könnte ihm sogar vielleicht zweimal eine verpassen. Boah, Alter. Ist nicht dein Ernst. Das macht echt keinen Spaß. 656, Alter. Das heißt, sie haben mit Sicherheit alle zwei Aktionen. Okay. Hier, die, dann folgendes. Die Links sind sogar zuerst dran. Aber ihr seht, oh Gott, ich bezeichne ja gar nicht. So, die kommen jetzt, also der Typ oben und der Typ unten, nähern sich jetzt halt quasi der Kreuzung. So, ne? Sind aber noch in Deckung, sie können euch nicht beschießen und ihr könnt sie nicht beschießen. Kerban! Ich, geh halt so halb um die Ecke und schieß dem Typen ins Gesäß. Obwohl, wie weit ist der weg? Wenn du um die Ecke gehst, befindest du dich mit ihm offiziell im Nahkampf. Ja, dann, ne, ab um die Ecke und, Kolben ins Gesicht. -3. -3? Du bist im Nahkampf mit einer Waffe. Kolben ins Gesicht. Ach so, du willst ihn schlagen. Mit der Waffe. Ja. Lass ich das unter Knüppel laufen? Ich weiß nicht. Ja. Echt? Mach ich das? Na, dann nimmst du Knüppel. Das war schon immer Knüppel. Ja, das stimmt sicherlich. Würfel mal einen Patzer oder sowas. Ich hab sowieso nicht so viel Würfel. Bei mir immer Knüppel und mir hat's schon das Leben gerettet, deswegen bitte ich auch, dass das weiter Knüppel ist. Okay. Ist das ein Wurf mit deinen 3 Erfolgen? Ja, ja, ich knüppel den 3. Das ist ein Patzer, extra für dich. Oh! Oh! Alter! Oh. Warte mal, da fehlt noch was. Oh! Ist das der Hacker? Das ist der Hacker, Junge. Ah, das war so klar. Ich bin natürlich cool. Körpern, ist eine coole Sache. Also du versuchst ihm, deinen Pistolengriff auf die Stirn zu setzen und einen Abdruck zu erzeugen, an den er sich noch lange erinnern wird. Ja, so war der Plan. Das gelingt dir nicht. Habe ich gemerkt. Aber der ist ja jetzt wenigstens dran, das heißt, er kann auch mal was machen. Ja, ich möchte aber quasi während der Aktion halt um ihn herum getänzt sein, dass ich jetzt ungefähr hier stehe. Du befindest dich, also du musstest ja um die Kurve gehen, um ihn schlagen zu wollen, na klar. Anders geht's ja nicht. Ich hätte dich zwar gern ohne Deckung gehabt, aber es geht ja nicht anders. Wir hatten ja nichts. Na Jutti. Der Widerling ist einfach, also das ist wirklich so ein ganz ekliger. Der versucht dich einfach nur mit seinen dämlichen Grabbelhänden am Körper zu berühren. So einfach die Hände auf die Brust. Das ist so ekelhaft. Mal ausweichen. Oh, scheiße. Oder Elektroscheiße. Das ist Reaktion, Intuition, ne? Genau. Wusstest du, dass Touch-Only-Angriffe bloß mir +2 bringen? Ja, das reicht aber. Ja, um getroffen zu werden. Richtig. Ja, ist doch schön. Dann machst du jetzt hier Konsti und Panzerung und PB war -5. Und den Schaden habe ich jetzt nicht mal aufgeschrieben. Doch, es war 5G, okay. Das ist mit... Ja gut, also der drückt dir seine Schockhandschuhe auf die Brust und du merkst schon, dass es ganz schön durch den Körper zieht und deine Muskeln anspannt, aber dadurch wirst du ja offensichtlich nur noch stärker. Gratis-Training. Und überhaupt macht es mit euch Spielen total viel Spaß. Sagt der sich gerade übelst feierte, weil er 5 Erfolge hatte bei irgendwas. Ja, was bringen mir die 5 Erfolge, wenn ich dann ihn anpacke oder passiert nichts? Siehst du, jetzt weißt du, wie es mir damals mit der Hackerin ging. Ja, aber... Ich bin der Panzertroll, nur ohne Troll sein. Wer von euch, also Flummi und TikTok, wer von euch hat mehr Reaktion? TikTok, du hast 4, ne? Ja, er hat mehr Reaktion als ich. Du bist dran. Okay, die Typen haben mich aber noch hier im Blick, ne? Aber ihre Signale habe ich auf dem Schirm. Ja. Okay.
Welche Schweine hätte ich denn gern? Nehmen wir den, der mal von unten kommt. Was hat der denn für so einen Komfort dabei? Na, die haben alle ungefähr gleich gut. Also wieder gleiche Gedöns, ja. So die ungefähr. Auch. Okay, dann hängisch mal, wa? Gut. Na gut, ich muss eh nicht dagegen würfeln. Du hast einen Mark. Sehr gut. Flummi, du bist dran. Na, ich sehe im Augenblick noch nichts, ne? Nee. Dann verzögere ich erstmal. Ich kann jetzt gerade nichts tun. Also nichts, was übelst auffällig wäre. Ich kann jetzt gerade allenfalls hoffen, dass ich nicht gesehen worden bin. Du weißt aber, dass wenn die jetzt dran sind, du nicht die interrupten kannst, sondern du bist dann erst wieder nach denen dran, ne? Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Also, ich sag Feuerball, dir Junge! Ich sag dir das nur. Ah ja, Feuerball. Welchen Zauber könntest du den unteren, den du jetzt natürlich nicht siehst, könntest du treffen, wenn du es an die Ecke zauberst? Ja, aber dann wissen die sofort, wo ich bin und Warte mal, die stehen an der Ecke und können quasi noch nicht in den Gang gucken, wo ihr letztlich seid. Das heißt, wenn vor denen plötzlich was explodet, wissen sie nicht sofort, wo du bist. Nein. Ja, das ist alles absolut richtig, aber mein Problem ist, dass mich ein Flächenzauber dieser Art einen derartigen, so dass er sinnvoll ist, einen derartigen Entzug kosten wird, dass ich dann wahrscheinlich auf dem Dach liege und danach nichts mehr tue. Das ist ein Argument. Okay, du verzögerst. Und ich bin doof. Also? Ich hätte meine Aktion forken können. Was für ein Ding? Forken. Was für ein Ding? Einwurf, zwei Ziele. Achso, oder Einwurf, zwei Marks, ja, aber da kriegst du auch nicht Abzug. Nö. Bei zwei Marks doch. Ja, wenn ich zwei Marks auf einmal erzwingen möchte, aber ich habe ein Programm auf meinem Deck, mit dem ich sozusagen zwei Ziele mit einem Wurf treffen kann. Achso, ja, das Ding, Forken, die Gabel. Richtig. Hey, ich kann Englisch. Ja. Also, worauf wollte ich hinaus? Türkis ist jetzt... Ah, nee, du bist Türkis, Mann. Ich meine natürlich Pink. Ich kann auch umstellen. Nee. Es ist viel einfacher, wenn ich umstelle. Also. Na, Juti. Also, die Typen sind ja hart professionell. Das heißt, der Typ kommt hier einfach um die Ecke. Schrotflinte erhoben. Und der Typ kommt auch aus der Ecke. Schrotflinte erhoben. Wanderzart ist in voller Deckung, hat er gesagt. Die können eh nur ein paar Schritte laufen, dann ist ja egal. Okay, Kaban. Ich hau dem Typen aufs Maul. Das will ich erstmal sehen. Ja, will ich auch sehen. Los, zeig's uns. Ich bin so eine Graupe im Nahkampf. Das wartet. Also ich sag mal, er weicht aus. Und dann, dann versucht er dich zu hauen und du kriegst auch minus eins, wie auch er. Na gut, und dann versucht er dich anzugrabbeln, aber da er echt eklig ist, wirst du natürlich ausweichen. Das wird jetzt wieder so eine Never-Ending-Story. Ja, hier der Nahkampf ist immer so eine Never-Ending-Story, weil man sich einfach nicht trifft. Ich sag mal so, das wird so lange eine Never-Ending-Story, bis du ihn dann wieder pfählst. Wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Das Problem ist, ich muss sie nur einmal treffen, dann ist der weg. Sehe ich sie jetzt? Ja, beide. Sie sind beide verhältnismäßig nah beieinander? 3,5 Meter, circa. Also hast du jetzt ganz grob jetzt, ne? Ja, warte. Das heißt, ich könnte jetzt sogar wirklich beide mit einem Mal erwischen. Ja. Wenn keiner ausweicht. Wie groß war die Fläche nochmal, die ich bei einem Flächenangriff machen kann? Furchtradius. Furchtdurchmesser? Furchtradius. Furchtradius. Nicht Furcht. Oh, ich will das nicht machen, das ist so. Moment. Na, mit einem Zweier Force, dann erwischst du beide bei dem Radius, ne? Das stimmt. Ne? Ja, das sind halt auch schon mal eben 5 Entzug. Ach komm, was hast denn du heute überhaupt vielleicht gemacht?
Kannst dich in einen halben Hund verwandeln? Und wenn du so einen Lichtblitz nimmst oder sowas, dann ist das echt schon fies. Nee, Lichtblitz blendet nicht. Ach so. Licht blendet nie. Doch, doch, tut es, aber du hast keine Kontrolle über das, was du tust. Das ist richtig. Und ich sag mal, da ist echt viel Stahl in der Umgebung. Ja, wenn da viel Stahl in der Umgebung ist, dann habe ich einfach eh keine Chance. Moment, ich muss noch mal ganz blöde fragen. Was war der Unterschied zwischen einem Schadenszauber und einem Elementarzauber? Na, der eine hat Elementarwirkung, das heißt, sie haben ganz viel PB-Abzug und das andere nicht. Mm. Oder meinst du indirekt und direkt? Na, ich habe jetzt einmal Elementarzauber, einmal Schadenszauber und es steht eigentlich maßgeblich das gleiche. Nee, PB minus Force, ja, du hast absolut recht. Das andere hat PB 0. Siehst du? Ja. Na komm, Elementarangriff, Dreier Force, dann erwische ich sie und das Feld ausweichen fällt denen wesentlich schwerer. Ich habe 4 Erfolge. Also 3 Erfolge. Na, würfel da erstmal deinen Entzug. Ja, ich habe einen Entzug. Nee, 2, Verzeihung. Ich habe jetzt insgesamt einen Würfelabzug. So, warte. Ja, ich weiß, du hast jetzt wieder übelst geil gewürfelt und ich habe nicht getroffen. Du hast Force 3 gemacht, ne? Ja. Na Jutti, also. Was macht man jetzt mit dem ganzen Stahl dort? Rohre bersten? Das klingt nicht unvernünftig. Stürzen auf sie herab? Das klingt unvernünftig. Nee, das stimmt schon. Die Rohre bersten einfach um sie herum. Und da fliegen halt echt viele Splitter durch die Gegend. Und dem einen fliegt halt so ein Stück in den Hals. Und dann fällt er nach hinten und da klappt sich der Hals so ein bisschen auf. Hm, geil. Und der andere wird halt durch ziemlich viel Splitter, die ja quasi dann in dem ersten stecken, noch geschützt. Weißt du, der hat das perfekte Schutzschild. Deswegen geht man ja auch immer als Zweiter. Aber er kriegt auch ein bisschen was ab. Cool. So. Neue Inni müssen wir tatsächlich nochmal würfeln. Aha. Ich habe jetzt Inni 9. Ich nehme mal an, mein einer Abzugwürfel, es gibt mir auch einen Abzug auf Inni oder gab es da jetzt eine andere Regelung? Ja, das Endergebnis minus 1. Okay. Ich sag auch. Sag mal dann. Anazart ist immer genauso schnell wie ich. Yep. Das ist eure Love. Ja, das ist unsere tiefe Verbundenheit, nicht wahr, Wanderzart? Der Nahkampf- ja, und das Profi. Ist das Schlimme für dich. Bitte? Das ist gerade das Schlechte für dich. Wieso ist das schlimm für mich? Nee, ich bin nicht der Schnellste. Das ist nicht so schlimm. Daddy, wie viel hast denn du? 13. Jo, du überschreibst natürlich wieder. Es tut mir leid. Also es war gelogen, aber... Entschuldigung, ich habe natürlich, ich übertreibe wieder. So, oben ist tot. Ach nee, unten ist tot. Ja. Yep. So. Juti, Kaban. So, ich versuche mich jetzt was voll ausgefuchstet. Du versuchst ihm in die Fresse zu hauen. Ich renn weg und lass Jojo mit ihm umgehen. Nein, ich bin nämlich jetzt voll ausgefuchst. Ich habe ja eine Knarre in der Hand, nicht wahr? Nein. Doch. Ich werde ihm jetzt quasi die Knarre entgegenwerfen, sagen, fang. Und in dem Moment will ich zuschlagen. Und hoffen, dass es so dumm ist und nicht ausweicht, sondern die Knarre fängt. Okay, Daddy. Wir machen das folgendermaßen. Das verbraucht jetzt deine 2 Inni-Durchgänge, okay? Aber du machst sie in einem Hieb, weil ich es lustig finde. Du wirst mir eine Wurfwaffenprobe werfen mit minus 3. Das zählt dann als Dirty Tricks. Das heißt, wenn du es schaffst, dann kriegt der minus 4 aus seiner Ausweichen. Und dann das zweite Mal machst du eine Nahkampfprobe, okay? Okay. Ich bin echt schlecht da drin. Aber minus 3, alter Schwede. Nee, der ist zu Hause. Ich glaube, ich sollte das etchen. Wie
viel Edge hast du noch vom letzten Spielabend? Hast du überhaupt noch welches? Bin mir ziemlich sicher, dass du letztes Mal all dein Edge aufgebraucht hattest. Richtig, es gab ja noch keins wieder. Mhm. Ich musste das ja natürlich für wichtige Dinge.de ausgeben. Ja. Ja. Das war meine Wurfwaffe. Nahkampf auch ersperrt, oder? Nee, der nicht. Kaban wirft wie ein Mädchen. Boah, Alter. Kaban hat vor allen Dingen erstmal seine Waffe weggeworfen. Das ist ja, sag mal gut. So. Du wirfst ihm deine Waffe entgegen und sagst, fang! Er weicht aus. Du versuchst hinterher zu schlagen, damit das ein reibungsloser Ablauf ist, natürlich schnell, aber er steht schon woanders. Und der Typ denkt sich eigentlich gerade, ist der verrückt, sollte ich weglaufen? Der Trick war aber cool. Das ist absolut richtig, er war cool, aber ihm deine Waffe entgegenzuschmeißen, wenn es schon woanders knallt. Kann ja im Nahkampf eh nicht damit das was stimmt. anfangen. Und ich meine, du kriegst ein Bienchen dafür, dass du es versucht hast. Die Aktion war schon ein bisschen witzig, muss man sagen. Darfst trotzdem mal ausweichen. Ja, irgendwie habe ich mir das gedacht. Ja, ist der Spieler da gnadenlos. Okay, du musst nicht ausweichen. Aber du darfst. Naja, ich habe null Erfolge. Ach so. Ich kann immerhin noch patzen. Also ich sag mal, er ist schon verwundert und wird an dir vorbeigrapschen, aber... Das ist echt eine Never-Ending-Story, die treffen sich einfach gegenseitig nicht. Ey, TikTok, vor dir ist gerade ein... Also hinten irgendwas ist mit... Gaban, weißt du, lass mal einfach Gaban raus. Du hattest... Ah nee, du hast immer noch... Nee, welchen hast du gehackt? Den unteren. Ja, dein Mark ist leider weg. Das könnte sein, weil das Comlink auch weg ist. Vor dir ist einfach alles exploded, aber da jetzt noch einen zweiten Typen. Schön. Das ist auch schön. Die lecker. Auch umsonst, du dumme Fotze. Das ist so schön. Stimmt, der hat sie noch nie richtig zaubern sehen, ne? Nee, im Kampffall fühlt man sich immer total nutzlos, weil Jojo alles reißt, obwohl, ne? Dafür reißt die aber auch sonst echt wenig. Ja, und sie zerreißt sich auch dabei selber. Aber man würfelt. Ja. Man reißt wirklich nichts, weil man es wirklich stundenlang nicht auf die Kette kriegt. Ja, weil du aber auch immer direkt in den Nahkampf gehst, anstatt zu schießen, worin du viel besser bist. Das ist halt einfach richtig, du hast ja auch noch einen Smartlink. Ja, das ist egal. Also du rennst einfach immer sofort in den Nahkampf rein, wo völlig klar ist, dass der andere wahrscheinlich mindestens genauso gut sein wird wie du. Weißt du, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann? Schmecke meinen Hodenschweiß! Ja, du musst einfach immer in den Nahkampf rennen, was für dich echt dumm ist in so einer Situation. Nein, nein! Nahkampf ist witzig. Ja, es ich hab daran viel mehr Spaß. Das kann ich nachvollziehen, aber dann beschwer dich Leute, nicht. Leute, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen beschleunigen jetzt, ne? Ja. Stimmt, das ist schon kurz nach 12. TikTok. Ja, wie viel Deckung hat der Kleider durch seinen Kollegen? Keine mehr, der ist umgefallen. Der hat nur das Schrapnell abgedeckt und jetzt liegt er. Oh, rutscht er auf seinem Blut aus? Er hat sich noch nicht weiter bewegt. Schade. Er musste die Arme vors Gesicht nehmen und solche Dinge. Ist er abgelenkt durchs Kotzen? Also TikTok, was möchtest du tun? Ich drehe mich dann mal aus der Deckung raus und baller auf den. Salve oder Einzelschuss? Salve. Okay. Mit Smartlink. Okay. Du hast Cyberaugen, ne? Dann +2. Autsch! Was hat denn deine Waffe für eine Genauigkeit, also Accuracy? Schickünchen. Ach, mit Smartlink hat die ja auch nochmal +2, also hast du auf jeden Fall genug. 7. Naja, okay. Tja, also... Okay, wir machen den Full-Retard-Mode. Pass auf, der Typ ist noch völlig fertig mit den Nerven. Ist ja verständlich. So, du hast... Nee, Quatsch. Also, der ist noch völlig fertig mit den Nerven. So, der wird als erstes sich auf seinen Bro stürzen, um zu gucken, ob da noch was zu retten ist. Und geht dir quasi damit genau in die Schussbahn. Du kannst einfach dir kurz noch geschmeidig Zeit nehmen und setzt ihm dann 3 Schüsse in den Kopf. Und dann splattert hinten das Hirn raus. Schön. Also, ich hatte keinen Patzer auf Ausweichen, aber ich hatte halt einen kritischen Patzer auf Ausweichen. Oh. Wie unschön. Jojo. Bei dem Kleinen ist Potenzial. Nicht so wie bei Kaban. Sie betrachtet sich ein wenig stolz, ihr Werk. Soll ich das als einfache Handlung verstehen? Nein. Ähm.
Kaban scheint ja da hinten noch beschäftigt zu sein. Sehe ich, was dort passiert? Du siehst ab und zu mal einen Arm oder ein Bein oder die Hälfte des Körpers rausgucken, aber es geht halt alles super schnell und die sind halt immer in Bewegung. Aber du hast einen Plonk zwischendurch gehört. Und einen Fang. Ich muss jetzt mal langsam von diesem Haus runter, weil ich jetzt vielleicht mal die Gelegenheit nutzen sollte, in dieses Haus reinzugehen. Du weißt, dass TikTok die Kontrolle über die Tür hat, ne? Ja, und? Muss doch eh erstmal von dem Haus runter. Ja, einfache Handlung, du bist vom Haus runter. Wenn du runterspringst an der rechten Seite vom Bild aus, was du jetzt sowieso nicht siehst, dann könntest du vielleicht sogar, dann müsstest du in den Nahkampf schießen, ist eigentlich auch kacke. Ich will doch gar nicht schießen. Nein, aber es reicht ein kleines Zäuberchen, um den Typen abzulenken, damit Kaban vielleicht mal eine Chance hat, ihn zu treffen. Wenn du vom Bild aus rechts runterspringst, hättest du Sichtweite, um vielleicht sowas zu machen, ja. Ja, einfach nur, damit Kaban vielleicht. Was irgendwie... willst du denn? Achso, du hast aber jetzt keine komplexe Handlung mehr, du kannst nicht mehr zaubern. Achso. Wenn du runterspringst. Kann ich überhaupt noch irgendwas tun? Nee. Du kannst schießen. In den Nahkampf rein, da treffe ich ja Kaban. Siehst du fast nix. Siehst du, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Kannst noch dahin laufen. Zumindest so weit, dass du die besser siehst oder so, aber es ist auch alles sinnlos. Es ist völlig sinnlos. Nee, es ist vielleicht klüger, wenn der eine wenigstens gerade abgelenkt ist und da jetzt noch mehr Verstärkung kommt, dass man vielleicht den Auftrag mal erledigt. Na, aber du kommst nicht in die Tür rein, weil der Hacker die Kontrolle darüber hat. Ach so, ja, stimmt. Also ich meine, du kannst jetzt deinen Werkzeugkoffer rausholen und anfangen, die Tür, das Schloss aufzubrechen. Ich kann auch sagen, TikTok, Tür. Ei. Na gut, freie Handlung, TikTok kann die Tür noch aufmachen. Die Tür steht offen. Da drin liegen ganz viele bewusstlose Männer. Also 4. Sie sind bewusstlos? Na, willst du gucken, ob sie noch leben? Nö, ich will... Ja, warte mal. Ich töte sie alle. Sauerstoffmaske. Ja, die ziehe ich auf, bevor ich da reinrenne, klar. Einfache Handlung, okay. Kaban, du bist dran. Ah, nee, du bist nicht mehr dran. Der Typ vor dir ist dran. Willst du mal ausweichen? -1. Jojo, gefällt das bestimmt. Liegen ihr alle zu Füßen. Ist das schon dein Wurf, ja? Aber die sind ja so heile. Jo, der wird versuchen, dich festzuhalten und der wird an dir vorbeigreifen und Nahkampf in SR5 ist übers Korn. Jo, wir machen das jetzt ohne Inni. Erst Kaban, weil es statistisch stimmt, dann TikTok. Nee, erst Kaban, der Typ und dann TikTok. Kaban. Zweiter Versuch, ihn zu verprügeln. Ja. Okay. Statistisch, du wirst ihn nicht treffen. Der Typ. Statistisch, er wird dich nicht treffen. TikTok, was willst du tun? Bring mir mal ein Käsemesser zu der Prügelei. Jo. Sprich, ich ziehe mein Kampfmesser und attackiere mal so die Knieregion von Kabans Gegner. Ich habe eine Frage. Machst du das nur, um Kaban zu zeigen, dass er nichts kann? Auch. Sehr gut. Ich möchte quasi aber sagen, dass ich 4 Erfolge hatte bei diesem Nicht-Angreifen und Nicht-Treffen. Wir machen das jetzt schon zum dritten Mal. Ich bin übrigens gerade sehr verwirrt, jetzt halt ausweichen. Einfach da rein zu brüllen, ihr könnt jetzt mit der Nahkampf-Scheiße aufhören. Also, TikTok, du warst noch nicht im Nahkampf. Du hast eine Chance, dich zu beweisen und es ist ein Sturmangriff, also kriegst du +2. Allerdings... Wenn er gezielt die Kniekehlen haben will, ist es aber wieder Abzug. Er kann nur die Knie kehlen, er ist klein. Und du hast Freunde im Nahkampf, deswegen kriegst du +1. Ich habe auch gesagt, ich nehme die Region ungefähr. Ah. Ja, also ich ziele also das, so grob in die Richtung. Halt. Delly, merkst du was? Der macht den platt und du nicht. Du kriegst +3 insgesamt, ne? Yep. Jo, da wollen wir doch mal ausweichen, Delly. Ich habe auch 4 Erfolge. Delly, wir haben das im schon Nahkampf. Zum dritten Mal gemacht. Oh, ich habe 4 Erfolge. Knapp. Auch der Hacker hat's nicht gerissen. Das Ding ist, der Typ hatte schon -3 zum Ausweichen jetzt. Seufzt. -1 beim Ausweichen, oder was? Ja, ich... Warte mal. Muss ich mal nicht ganz... auch gerade aufhören? Egal.
Ich muss mal ganz kurz erscannen, ob die nicht gerade so tun, als ob die pennen und gleich aufspringen und mich töten. Das ist, glaube ich, eine komplexe Handlung. Und dann müsstest du sie noch alle einzeln erscannen. Kürz mal das ab, du bist kurz beschäftigt. Ihr beiden, ja? Also jetzt TikTok und Kaban. Ihr werdet ihn mit vereinten Kräften innerhalb der nächsten paar Sekunden in der Ecke drängen. Er wird noch versuchen, vielleicht zu entkommen. Dann wird ihn der eine vielleicht ins Bein stechen und der andere mit einem zerschmetternden Hieb das Gesicht zertrümmern. Und dann ist er tot. Gut, ich nehme meine Waffe wieder auf. Sie liegt nicht in der Pissecke, weil das leider nicht möglich ist. Aber sie liegt im Dreck. Ja, ich mache sie kurz sauber und also so ne, papp, papp, papp. Steck sie ein und... hätte das geklappt, hätte niemand gelacht. Hätte das geklappt, hätte ich dir vielleicht einen Edge zurückgegeben. Weißt du was, ich gebe dir für den Versuch auch einen Edge zurück. Wow. Und deswegen, weil wir dich jetzt damit immer aufziehen werden. Ich bin wieder voll. Du, ach ja, scheiße, kacke. Gut. Ja, so. Ihr beide steht vor der Leiche, Jojo erscannt schon mal. Das dauert jetzt immer noch kurz, weil bla. Ja, ganz grob, eben kurz einmal sich die Leute angucken, was sind das überhaupt für Typen? Also sprich, ne, Comlink, Waffe, etc., was hatte der alles dabei? Die scheinen dazu zu gehören und sie haben wo ab und zu mal den Typen in der Pissrinne angerufen, weil sie wo irgendwas, also einer hat ihn angerufen, dann ist da keiner rangegangen und da haben sie sich vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht und dann sind sie da mal hin zu dritt. Die scheinen auch nicht weit weg zu wohnen. Ergibt ja Sinn, getan. Ne? Gut. Nee, jetzt sind sie alle tot. Ja. Ich habe viel zu lange gewartet, Mann. Gut, dass es hier viele Ratten gibt. Jojo, einer ist tot, einer ist gerade am Sterben, zwei sind hart bewusstlos. Gut, dann suche ich jetzt die Sachen. Okay, du gehst in den Nebenraum. Darin ist ein... Die Hälfte des Raumes wird ausgefüllt von einem Käfig. Darin liegen drei tote Kinder im Alter von 7 bis 15. Echt jetzt? Ja, Straßenkinder so in der Richtung. Zwei Mädchen, ein Junge. Alles Menschen. Ups. Okay. Ich bleib draußen erstmal und suche halt die Leute weiter davon. Ab. Ja, eben. Mama, alles gut. Berufsrisiko? Als Berufssklave muss man auch manchmal es aushalten. Der Rest des Raumes wird ausgefüllt von ein... Ja, safe werden sie dann nicht haben. Die haben halt so diese Aktenschränke, die man abschließen kann. Ja, du knackst das innerhalb von einer Minute. In einem sind sehr viele Datenchips drin, wenigstens ordentlich aufgeräumt. In einem anderen sind Drogen drin, sieht aus wie Bliss. Aber in einer Menge, die halt schon komfortabel ist. Mitnehmen. In einem... sind Schuss APDS. Oh! So, weiß nicht, ich sag euch später wie viel. Und ansonsten ist nichts, was irgendwie besonders toll aussieht. Ja. Ich schaue, dass da keine Fingerabdrücke von mir sind. Ich verwische meine Aura hier bei dem ganzen Gezauber. Gehe dann aber auch wieder raus. Ich sammle die Knarren von den Typen noch ein. Das habe ich schon erledigt. Du bist so reingegangen? Nee, du von den Typen. Entschuldigung. Ja, so. Nee, machen wir weiter. Dann geht sie raus, schließt die Tür. Und meint, wir sollten jetzt gehen. Ja. Okay, haben wir alles? Ja, also sie guckt, dass sie dort jetzt keine Spuren hinterlassen hat. Außer den offensichtlichen. Außer den offensichtlichen, dass alle tot, verfault, zerschmettert, zermatscht hey, sind. Einer von denen überlebt in einer Lache von Pisse. Stimmt. Und wird für sein Leben keinen Bock mehr haben, wenn er dann sieht, was so alles, ne? Was er so verpasst hat, ja. 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 Egal, wir nehmen alle Waffen und so weiter und so fort mit. Alles, was wir noch verwerten können von den Leuten, die draußen liegen. Die haben bestimmt Kretzigs. Ich will reich werden. Ihr kriegt was ins Forum und Wanderzart kriegt eine Mail.
Yay. Okay. Und ich will das niemals wissen, dass da Kinder drin waren. Alter. Deswegen. Es waren ja auch Jugendliche. Du hast gerade gesagt, 7 bis irgendwas. Kinder zählen als Jugendliche, sobald sie 13 sind. So. 7 bis irgendwas. Es waren ja auch so Jugendliche oder was? Habe ich das mit den 7 gerade nicht mitgekriegt? 6? Eins war 7, eins war ungefähr 11 und eins war 13. Also war ein Jugendlicher. Deswegen hat Joja auch nichts gesagt. Sie hat dann einfach die Tür, die Sachen zusammengesammelt, ist rausgegangen, hat die Tür zugemacht, Ende. Und die Konstruktion vom Dach wird mitgenommen. Warum? Ja. Sie wird mitgenommen. Okay. Schöne Erinnerung. Gut, ihr verzieht euch dann. Dann weiß man nicht, woran sie erstickt sind. Achso, okay. CO2. Ich glaube, die Typen, die dort nachgucken, werden nicht mal wissen, dass die erstickt sind. Das stimmt. So, also. Die wissen, dass die tot sind, aber von dem, was draußen zu sehen ist, muss es vor irgendwas Übles gewesen sein. Ja. Ihr macht euch zurück, passiert nichts mehr, geht zum Auto und fahrt weg. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Kinder. Danke, Papa Schlumpf. In Anbetracht der zeitlichen Lage, würde ich sagen. Cut. Penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Von Jojo erwartet man ja nichts Gutes. Also das ist ja nicht ganz richtig. Von Jojo erwartet man ja kein Mitleid mehr. So. Auch kein also kein Mitleid. Das andere Wort ist jetzt woanders. Also, aber von TikTok hätte ich nicht erwartet, dass er ein Burning Man feiern muss, muss ich sagen. Ich dachte am Anfang, ha, das ist aber ein witziger Spruch. Der meint das ernst. Alles klar. In dem geschlossenen Raum die Menschen abfackeln? Also ich meine, ich habe da im Shadowrun überhaupt nichts dagegen. Das können die ja machen. Ich finde das jetzt nicht so übel. Oh nein, das ist ja so gewalttätig. Mi. Aber ich glaube, für einen Ruf ist es nicht so gut. Wenn man es auch einfacher haben kann. Bin ich ja fast froh, dass vor allen Dingen Kaban die Stimme der Vernunft ist. Der sollte nicht Frischling heißen, sondern irgendwie Red Bull. Sobald er irgendwie die fünfte Kolonne sieht, da ist Attacke und danach wieder, wir sollten denen aber wenigstens noch ein Kissen besorgen, wenn sie umfallen. Das tut auch sonst weh und die könnten sich... Nee, das ist ja... Also wie gesagt, es ist gut, dass diese Stimme der Vernunft existiert. Ansonsten würde es vermutlich alles viel mehr eskalieren. Also auch in einem Sinne, der nur so mittelmäßig cool ist. Des Weiteren, Nahkampf ist übelst cool. Es ist einfach jedes Mal richtig gut. Seit dem Kampf mit der Hackerin hat ja Okaban da nichts mehr gerissen. Ich meine, da richtig aufgetrumpft, aber dann nicht mehr ganz so sehr. Na Juti. Ich muss auch sagen, bei so Pistolenwerfaktionen, da bin ich mir, also in der Art, bin ich mir immer unsicher, ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt halt einfach nur richtig dumm ist oder okay. Ich meine, ihm eine geladene Waffe zu geben, die war vermutlich noch gesichert, der hat sie ja vorher nicht mal ausgepackt, aber trotzdem, also ich meine, du gibst ihm ja zumindest einen kostenlosen Knüppel. Das ist irgendwie auch scheiße. Na juti. Fang ist jetzt natürlich einfach eine Aktion, die ich bei jeder möglichen und vor allem jeder unmöglichen Aktion vorhalten kann. Weil er hat halt schon recht, wenn das geklappt hätte, wäre ein echter Held. Hätte die Kampfkunst revolutioniert. Aber so ist er halt einfach nur
Ein Frischling. Schade. Die Musik ist einmal von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album Greener Grass, The Greener Grass und The Cheese Mites mit She's My All Night Penis Garage. Das Videobild ist von Evil Tune mit dem Titel Doomsday. Aller Recht aus scheißender Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mitz Bros.